herzlich willkommen allen Gotteshausliebhabern, allen Gotteshauszuhörern. So, wir haben gemerkt, Gott hat überall seine Leute und er baut seine Leute zu einer Gebetsgruppe, zu einer Gebetstruppe, zu einer Gebetsarmee zusammen in dieser herausfordernden Zeit. So, was wir ja heute Abend angekündigt haben, das ist eine Predigt. Und wir wollen danach die Gebetsanliegen miteinander beten. Ja, wir wollen da damit wirklich schon zusammenstehen für all diese vielen Menschen, die unter den unterschiedlichsten Herausforderungen, Problemen, Nöten leiden und die wirklich unsere Fürbitte unbedingt brauchen. Und die machen wir gemeinsam, weil wir auf der einen Seite wirklich lernen wollen, im Gebet zu stehen, im Gebet zu kämpfen und im Gebet anderen Fürbitte zukommen zu lassen. In den Gebetszeiten für die Anliegen machen wir es auch so, dass wir gemeinsam Abendmahl nehmen. Yes. Wenn du also mit uns Abendmahl nehmen möchtest, dann und dich noch nicht vorbereitet hast, dann besorg dir vielleicht ein bisschen Saft, ein bisschen Brot, wie auch immer. Ein bisschen Wein. Oder Wein, je nachdem, was du jetzt gerade zur Hand hast. Und wir wollen damit in diese Zeit der Ermutigung starten. Und dann habe ich vorhin wirklich nochmal gebetet und gesagt, Herr, was sollen wir am Anfang als wirklich diesen, wie einen Auftakt, welches Wort willst du an den Anfang stellen? Und ich habe dann hin und her geguckt und irgendwie so, aber ich bin bei der besten Stelle hängen geblieben und die lesen wir uns jetzt vor. Ihr könnt das mitlesen. Philipper 4, Vers 4 bis 7. Die genialste Stelle für diese Zeit, für diese Woche, die hinter uns liegt und für diese Zeit, die wir jetzt hier miteinander verbringen werden. Du brauchst sie gar nicht vorlesen, du kennst sie auswendig. Ja, ich werde sie mal lieber trotzdem so. So, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Halleluja. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich kenne diese Stelle aus der Lutherbibel auswendig und deswegen habe ich die jetzt aus der Elberfelder Bibel gelesen, damit ich da nicht so durcheinander komme. So, lasst uns miteinander das beten, dass wir unsere Herzen erheben in dieser Freude und Dankbarkeit. In diesem, wo der Herr uns erhebt und sagt, hey, kein Stress, sei nicht besorgt, hab keine Angst, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, ich helfe dir, ich stärke dich, yes. Ich schaffe Halleluja. Dir Shalom in deinem Herzen. Lass uns das beten. Wollen wir das zusammen tun? Vater im Himmel, wir preisen und wir ehren dich über diesen Tagen, die hinter uns liegen. Wir erheben deinen Namen, Jesus, über diese Zeit, die wir jetzt hier miteinander sind. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in jedes Herz jetzt hineinsprichst. Und wir beten, dass wir uns wirklich erheben in diesem nicht fürchten, nicht besorgt sein, dich zu erwarten, Jesus, und unsere Gebete mit Flehen und Dankbarkeit vor deinem Thron der Gnade auszubreiten. Yes. Herr, wir beten, dass jeder gestärkt wird, der jetzt hier zuhört, dass jeder neu ausgerichtet wird auf dich und dass dein Wort der Gnade in die Herzen fällt. Dass jeder empfängt. Herr, wir preisen und wir ehren dich. Und ich rufe aus, ich proklamiere diesen Shalom Gottes über dir, über deinem Leben, über meinem Leben, über meine und deine Kinder, über deine und meine Verwandtschaft, über die Leute, mit denen ich zu tun habe und mit denen du zu tun hast. Ja. Wir
rufen diesen Shalom über unser Land aus. Amen. Wir preisen und wir ehren dich, Jesus. Amen. Amen. So, ich gebe Halleluja. Den Stab jetzt gleich an dich weiter. Amen. Und dann schauen wir wieder, genau. wie das weitergeht. Jawohl. Super. Heute möchte ich mit dir sprechen über eine der absolut coolsten Personen der gesamten Bibel. Ein Mann, der wirklich ich schätze, den ich liebe, den, das ist so eine grandiose Person, so viel zu lernen, absolut der Hammertyp. Und der Mensch, den Namen kennst du, heißt Nehemia. Nehemia. Und manche werden jetzt denken, ja, kenne ich, gibt sogar ein biblisches Buch, aber wieso ist der so cool? Was soll bei dem gewesen sein? Du kennst die Storys von Daniel, von Josef, von Abraham und so weiter, von David natürlich. Was ist mit Nehemia? Was hat es mit dem Typ denn auf sich? Und das ist wirklich cool. Und ich hoffe und bete, dass du nach diesem Abend weißt, Nehemia, das war wirklich ein Mann, der auch für uns heute wirklich richtig, richtig was zu sagen hat. Okay, also Nehemia. Der Name bedeutet, der Herr hat getröstet. Der Herr hat getröstet. Und das war auch etwas, was für ihn wirklich wichtig war. Und er war jemand, der in diesem Trost Gottes vorangegangen ist. Das war folgende Situation. Wenn du so diese ganze biblische Situation siehst, das dir bewusst machst, du weißt, da gab es diese Königreich, was dann unter Saul, David und später Jonathan gegründet worden ist. Dann hat sich das geteilt. Da gab es dieses sogenannte Nordreich, was nach wenigen hundert Jahren dann von den Assyrern erobert worden ist und weggeführt worden sind. Diese 10 verlorenen Stämme, wie man sagt. Und dann das Südreich, Juda, das ging weiter. Und mit den verschiedenen Königen und den Berichten, die es da gibt. Aber irgendwann einmal kam es dazu, dass dieses Reich Juda, also wo Jerusalem war, der Tempel war und alles, auch von einer anderen Macht erobert worden ist. Das waren die Babylonier unter Nebukadnezar. So, und Nebukadnezar hat also das Land entsprechend verwüstet, hat die Stadt Jerusalem eingenommen, hat die komplette Mauer einreißen lassen, weitgehend, hat den Tempel zerstört. Und damit war natürlich ein unvorstellbares, traumatisches, schockierendes Erlebnis für das ganze Volk Gottes da. Und ein gewisser Teil ist dann in die babylonische Gefangenschaft geführt worden. Okay, das war im Jahr 587 vor Christus. Da fiel der Tempel, da fiel Jerusalem. So, jetzt war das also babylonisch. Und ein großer Teil des Volkes Gottes war eben in Babylon. Übrigens, in dieser Zeit entstand manches, was das Judentum noch heute prägt. Da entstanden die Synagogen, da entstand der erste Form von Talmud, da entstand auch dieses ganze rabbinische System, was wir vorher nicht hatten. Ne? Da hat man Tempel und da hat man Priester und das war entsprechend alles anders. So, das war also ein richtiger Cut in der Entwicklung des Volkes Gottes. Nach etwa 50 Jahren, nach dieser babylonischen Start der babylonischen Gefangenschaft, wurden die Babylonier von den Persern besiegt. Die Perser übernahmen dann die Herrschaft, die Perser haben die Babylonier besiegt und man sagt, dass sie sogar den Euphrat umgeleitet haben, um in die Stadt zu kommen. Dann, Jahrzehnte später, war es so, dass ein Teil der Juden aus Babylon wieder zurückkehren konnte. Und das geschah in Schüben. Und die Bibel berichtet uns von 3 Schüben. Ja, die erste war unter Serubbabel. Vielleicht hast du den Namen mal gehört. Ne? Das war ein super mühsamer Start. Super anstrengender Start. Und dann kam Esra und man hat angefangen, den Tempel wieder aufzubauen. Und das war super bescheiden. Die Leute, die also den Tempel kannten, noch als kleine Kinder vielleicht, die den früher gesehen hatten, die waren zutiefst geschockt, weil das so bescheiden, so erbärmlich war. Das war also wirklich aus der Gefangenschaft gekommen und mit einfachsten Mitteln wieder errichtet. Esra hatte begonnen, dem Leben der Rückkehrer aus der babylonischen Gefangenschaft wieder diesen geistlichen Mittelpunkt, wieder diesen Tempel sozusagen zu geben. Aber seine ganze Reform, auch seine Reform des geistlichen Lebens, das war stecken geblieben. Und das hing damit zusammen, dass man zwar einen Tempel hatte, aber die Stadt war nicht befestigt.
Das war nur ein besserer Schutthaufen. Da konnte Feinde und Gegner und alles Mögliche konnte da rein und raus. Es war also eine ganz eigentümliche Situation. Die Stadt war schutzlos preisgegeben. Und dann gab es einen Haufen Nachbarn, die waren argwöhnisch, die waren neidisch, die waren kritisch. Und ja, schwierige Situation. Es war sogar schon ein erster Versuch unternommen worden, die Mauer wieder aufzurichten von Jerusalem. Findest du in Esra 4, aber das ist gescheitert. Gut, dann ganz woanders, nämlich am Hof des König Artasasta, ne? Der war von 464 bis 424 vor Christus eben der König des Persischen Reiches. Da gab es einen hohen Hofbeamten. Und dieser hohe Hofbeamte, das war einer aus dem Stamm Juda, Nehemia, der Sohn Hachaljas. Er war Mundschenk. Der Mundschenk war mit die innigste Vertrauensposition, die der König haben konnte. Der Mundschenk musste nämlich sicherstellen, dass da nichts vergiftet war. Der war entscheidend wichtig für ihn. Ein absoluter Vertrauter. Jemand, dem er zu 100% vertraut hat. Diese ganze Story, die wir jetzt gleich betrachten, die geschieht genau eine Generation nach dem vorangegangenen König. Das war Xerxes der Erste oder Ahasveros. Und das war der, wo wir diese Esther-Story haben. Also Nehemia ist genau eine Generation später als diese Esther-Situation. Okay, dann kam es dazu, dass dieser Nehemia auf Anordnung und Befehl des persischen Königs nach Jerusalem gesandt worden ist, als Statthalter von Judäa. Das geschah im Jahr 445 vor Christus. Er erhielt die Vollmachten, die er brauchte, um die Stadtmauer wieder aufzubauen. Das ganze Setting ist also so, das war fast 140 Jahre nach der Zerstörung Jerusalems. 140 Jahre war die Stadt also in einem desaströsen Zustand und die Mauer war zerstört. Kannst du dir vorstellen, das war alles zugewachsen und das war ein einziges Ruinenfeld. Ja, dann kam er dorthin nach Jerusalem und traf dann natürlich Esra, der da war. Der war schon 458, also 13 Jahre vor ihm dort angekommen. So, und dann hat Nehemia losgelegt und es gelang ihm tatsächlich, die Mauer noch dazu in Rekordzeit wiederherzustellen und die Stadt neu zu befestigen. Und daran schloss sich dann eine komplette Reform, eine geistliche Reform an, auch unter Esra, und hat eine komplette Erneuerung des Bundes, des Gesetzes ihren Ausdruck gefunden. Und das wurde neu unterzeichnet, neue Gelübde gemacht und so weiter. Ein richtiger Neustart, ein geistlicher Neustart, ein richtiger Refresh. Ja? Und das alles geschah im ersten Jahr der Statthalterschaft Nehemias. Also das war wirklich jemand, der hat echte Power gehabt und was durchgeboxt. Dann hören wir eigentlich relativ wenig erstmal von ihm. Er hat halt da seinen Job gemacht. Nach 12 Jahren ist er dann zur Berichterstattung am persischen Hof wieder gewesen, ist aber nach Jerusalem irgendwann zurückgekommen. Okay, das ganze Ding war vor etwa 2500 Jahren. Was hat uns das zu sagen? Als Nehemia da hinkam, war das natürlich für viele Juden, dass ein jüdischer Statthalter kam, etwas, wo sie Hoffnung geschöpft haben, wo sie gesagt haben, ach, das gibt ein neues Ziel, neue Hoffnung, einer von uns, jetzt bewegt sich was. Aber es gab natürlich einen Haufen Gegner und Feinde. Und die Feinde, die waren von außen und von innen. Es gab einen Haufen Leute, die waren von innen. Sie werden teilweise sogar aufgezählt, sind namentlich bekannt. Ja, so, und diese Feinde, die hatten ihr Netzwerk, das hatten sie bis in diese Bevölkerung von Jerusalem, die da war, bis in die Leiterschaft, bis in die, das war einfach so ein Netzwerk, ja, so ein Filz, da hatten sie ihre Verwandtschaft, ihre Spitzel, ihre Mitläufer, ne, da hatten sie so ihre Seilschaften. Die Feinde hatten da so ihr Netz gespannt und die Bevölkerung war davon so ein bisschen einfach durchzogen. So, trotz dieser Widerstände von außen hat Nehemia losgelegt und wie gesagt, in erstaunlich kurzer Zeit sein Ziel erreicht. Und das hat eine entscheidende Stärkung des jüdischen Selbstbewusstseins wiedergegeben.
gegeben und eine Selbstbesinnung als das Gottesvolk. Wie gesagt, dann hat Esra seine Reformen aufgenommen und es ging richtig los. Jetzt machen wir mal einen kleinen Schnelldurchgang durch das Buch Nehemia. Ich lese einfach mal, damit wir so das Bild haben, hier ein paar Bibelstellen vor. Ja? Fangen wir an mit Nehemia 1, Vers 3. Da kamen Verwandte zu ihm, dort wo er war, am persischen Hof. Und sie sagten zu mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, also in Judäa, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Schon mal vorweg, das ist die Situation der Christenheit in Mitteleuropa. Das spricht von uns. Uns geht es ganz genauso. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und dann kommt sein Gebet und es ist ein Bußgebet. Es ist ein Gebet, wo er einfach sein Elend vor Gott klagt und sich unter die Schuld des Volkes stellt und die Sünde bekennt. Ja? Er sagt beispielsweise, lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israels, deine Knechte, vor dir bete und mit dem ich die Sünden der Söhne Israels bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Und dann geht es weiter, ich bin jetzt bei Nehemia 2, Vers 4. Und der König sagte zu mir, was also bittest du? Weil nämlich Nehemia war zutiefst traurig. Der war zutiefst davon bewegt, von dem Elend. Ja? Und der König sieht ihn, dass der irgendwie schräg drauf ist und dass der betrübt ist und dass der mit was da innerlich arbeitet. Und weil es so sein Vertrauter war, hat er das sofort erkannt. Das war halt nicht irgendein kleiner Hofbeamter, sondern das war sein Mundschenk. Und der hat zu ihm gesagt, hey, was ist mit dir los? Was ist denn los? Ja, weil er eben so daneben war. Und dann heißt es hier, dass der König ihm sagt, um was bittest du mich? Hey, der König sagt, um was bittest du mich? Was willst du haben? Da betete ich zu dem Gott des Himmels, also Stoßgebet zum Himmel, und sagte dann zum König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so wolltest du mich nach Juda senden, zu der Stadt der Gräber meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Der hatte ja seinen Job. Der war auch wichtig für den König. Und dann kommt er mit sowas und sagt, hör mal, ich habe da was auf dem Herzen. Ich will die Stadtmauer aufbauen, die seit 140 Jahren kaputt ist. Ich will da zu meinen Vätern, ich will da was, das Land wieder segnen, aufbauen. Ja? Und es kommt dazu, dass der König, einer der mächtigsten Herrscher überhaupt in der Weltgeschichte, gesagt hat, okay, ich gebe dir die Vollmacht, du darfst. Mach, bau die Stadt auf, richte das Land auf, sei da zum Segen. Und dann macht er sich auf den Weg, kommt tatsächlich dahin und es ist interessant, was dann passiert. Nehemia war nämlich sehr schlau. Der kannte die Spielchen, die so am Hof waren. Der hatte mitgekriegt, was für Intrigen da waren. Der hatte mitgekriegt, wie der Hase läuft. Der wusste, was da gespielt wird. Der wusste, wie die Menschen sind. Ja, der kannte so diese Eigensinnigkeiten und diesen Stolz und so weiter. Der kannte den Menschen. Und deshalb hat er erstmal niemandem vertraut. Der kam dahin, hat sich erstmal 3 Tage Zeit gelassen, von der Reise sich zu erholen und hat erstmal niemandem vertraut. Wichtig. Ne? Und als Sanballat der Horoniter und Tobia der Ammonitische Knecht davon hörten, nämlich dass er gekommen ist, bereitete es ihnen großen Verdruss, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Söhne Israels zu suchen. Das ist jetzt 2 ab Vers 10. So,
Da kommt jemand, der gesandt ist, der das Wohl suchen will, und dann gibt es Gegner. Die finden das uncool. Die wollen, dass das Volk schwach ist. Die wollen, dass das Volk klein ist. Die wollen da rein und raus gehen können. Die wollen ihr System am Laufen halten können. Ja? Und ich kam nach Jerusalem und war 3 Tage dort. Ne? Und ich machte mich bei Nacht auf und einige wenige Männer mit mir. Ich hatte aber keinem Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem Reittier, auf dem ich ritt. So zog ich nachts durch das Taltor hinaus und dann hat er die Mauer untersucht. In der Nacht hat er sich alles angeguckt. Heimlich, still und leise, mit wenigen Leuten. Er wollte sich erstmal einen Überblick verschaffen, selber, ohne irgendwen. Der hat erstmal auf niemanden vertraut. Ja, weder auf die Kleinen, noch auf die Großen, noch auf die, die irgendwie besonders geistlich waren oder sonst was. Er hat gesagt, erstmal mache ich mir einen Überblick hier. Dann ab Vers 19. Als aber Sanballat, der Horonite, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, davon hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sagten, was ist das für eine Sache, die ihr da tun wollt? Wollt ihr euch gegen den König emporen? Spott, Hohn, Verachtung, Häme. Da kommt jemand, der das Reich Gottes aufbauen will. Da kommt jemand, der das Volk Gottes aufrichten will. Und der Feind verachtet das, grinst darüber. Und er hat seinen Spott. Kennst du das? Wir kennen das. Ne? So, und dann kommt es so, dass die sich allerdings aufmachen, dass die anfangen zu bauen, dass die Pläne von Nehemia in Action kommen. Dann in Nehemia 3, Vers 33. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr. Und er spottete über die Juden. Oh ja. Jetzt hat es ein bisschen mehr gegeben, aber er blieb noch beim Spott. Und er sprach zu seinen Brüdern und zu der Oberschicht von Samaria und sagte, was machen die ohnmächtigen Juden? Wollen sie Jerusalem für sich befestigen? Wollen sie zum Opfer schlachten? Also wollen sie den Gottesdienst wieder aufrichten? Wollen sie es heute vollenden? Wollen sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder zum Leben bringen? Sie sind doch verbrannt. Und Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sagte, was sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs dran hinaufspringt, reißt er ihre Steinmauer ein. Hm. So ein beleidigender, alberner Kommentar. Wir aber bauten die Mauer weiter, sodass die ganze Mauer bis zur Hälfte geschlossen werden konnte. Und das Volk war von ganzem Herzen an der Arbeit. Und dann ab Nehemia 4, Vers 1, wieder das Gleiche. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, Ammoniter und Aschdoditer, es werden immer mehr, ne, hörten, dass die Ausbesserungen der Mauern Jerusalems Fortschritte machten, weil die Breschen sich zu schließen begannen. Da wurden sie sehr zornig. Ja, das ist genau das, was wir als Volk Gottes brauchen. Dass die Breschen sich schließen, dass die Mauern sich schließen, dass der Schutz da ist, dass der Feind nicht willkürlich rein und raus kann. Und weißt du was? So wie man damit anfängt, Volk Gottes zu schulen, aufzubauen, aufzurichten, wird der Feind sehr, sehr zornig. Und sie schlossen sich zusammen, alle miteinander, um zu kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen. Und darin Verwirrung anzurichten. Okay, Kampf, offene Auseinandersetzung und Verwirrung, Aggression, das wollte man machen. Man wollte sich aufmachen, um das einfach zu stoppen. Es musste gestoppt werden, es durfte nicht sein. Hey, Nehemia hatte den Job vom obersten Herrscher, aber auf dieser unteren Ebene gab es einen Haufen Leute, die dagegen waren. Und aufgrund dieser Auseinandersetzung, dieser Attacken des Feindes, kam es ja dazu, dass das Volk in Furcht fiel, dass es Angst hatte, einfach weil sie gesagt haben, hier, da sind diese Feinde, da sind diese Gegner. Nehemia 4, Vers 8. Und als ich ihre Furcht sah, da machte ich mich auf und sagte zu den Edlen und zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes, fürchtet euch nicht vor ihnen. An den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren.
Und jetzt kommt was Interessantes. Und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Kämpft. Interessant. Eigentlich haben die gebaut. Eigentlich haben die das Ding wieder aufgerichtet. Und er sagt, hey, das ist ein Kampf. Wir müssen durch diesen Kampf das Bauen des Reiches Gottes, das Bauen der Mauern, das Bauen des Schutzbereiches ist ein Kampf. Interessant, ne? Und es geschah von diesem Tag an, die eine Hälfte meiner jungen Männer war an dem Werk beschäftigt und die andere Hälfte hielt die Speere, die Schilde und die Bogen und die Schuppenpanzer bereit. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda, das an der Mauer baute. Und die Lastenträger trugen ihre Last folgendermaßen. Mit der einen Hand arbeiteten sie am Werk, während die andere die Waffe hielt. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert um seine Hüften gegürtet, so bauten sie. Und der ins Horn, nämlich ins Schofar, zu stoßen hatte, war neben mir. So war das. Aufgrund der Attacken, aufgrund dieses Problems, war jeder der Leute, die gebaut haben, war bewaffnet, hatte sein Schwert. Die waren in Action, die waren auf Vorbereitung, die waren einfach vorbereitet, dass diese Attacken kommen. Die wussten, wenn wir bauen, ist der Feind da. Aber wir werden nicht nur bauen, sondern wir werden kämpfen, wir werden das verteidigen, wir werden das, was wir hier zu tun haben, nämlich diesen Mauer aufbauen, werden wir sauber durchziehen. Egal, was der Feind für einen Dreck macht und egal, mit was er kommt. Vers 15. So arbeiteten wir an dem Werk. Die Hälfte von ihnen hielt die Lanzen bereit. Vom Aufgang der Morgenröte an, bis die Sterne hervortraten. Morgenröte, das hatten wir gerade letzte Woche. Eine prophetische Bedeutung von der Morgenröte. Es waren Leute, die haben früh angefangen und spät aufgehört, weil sie wussten, sie haben einen Job zu tun. Es geht um eine große, große, große Aufgabe, die zu erfüllen ist. Und dann, Kapitel 6, Vers 1. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und Geshem der Araber und der Rest unserer Feinde vernahm, dass ich die Mauer gebaut hatte und dass kein Riss mehr darin war. Doch hatte ich bis zu dieser Zeit die Torflügel noch nicht in die Tore eingesetzt. Da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen sagen, komm, wir wollen uns in Kephirim im Tal von Ono treffen. Komm zu uns, lass uns mal miteinander reden. Diplomatie, wir brauchen doch nicht länger Feinde sein. Komm doch mal zu uns. Komm mal zu uns. Vielleicht haben wir auch ein Angebot für dich. So auf dem Level. Sie beabsichtigten aber, mir Böses anzutun. Und er sagt ab. Dann, etwas später, da sandte Sanballat zum fünften Mal auf diese Weise seinen Diener zu mir. Also der war hartnäckig. Der war richtig dran. Der wollte das verhindern. Der hatte einen offenen Brief in seiner Hand. Aha. Nächste Methode, irgendwie daran zu kommen. Ein offener Brief für alle. Muss man doch lesen können. Ne? Ein offener Brief. Und in dem stand geschrieben, unter den Nationen verlautet. Und Geshem sagt es auch. Du und die Juden, ihr beabsichtigt euch zu empören. Das heißt, einen Aufstand zu machen. Darum baust du die Mauer auf. Und du willst nach diesem Gerücht ihr König werden. Sogar Propheten hast du dir eingesetzt, damit sie in Jerusalem über dich ausrufen. Er ist König in Juda. Nun, solche Gerüchte werden doch dem König zu Ohren kommen. So mach dich doch nun auf, dass wir miteinander beraten. Ha? Public, Verleumdung. Hey, es ist schlau und vernünftig, wenn wir da ein Gespräch führen. Wir müssen hier sehen, dass wir politisch korrekt bleiben. Das sind ja nun wirklich Gerüchte. Vorsicht. Vielleicht bist du ein bisschen unvorsichtig in deiner Wortwahl gewesen oder so. Ha? Ne? Lass uns mal miteinander beraten, lass uns mal darüber sprechen. Da sandte ich zu ihm und ließ ihm sagen,
Es ist nichts geschehen von diesen Dingen, die du behauptest, sondern aus deinem Herzen hast du es frei erfunden. So, also wieder abgeblockt. Und dann kommt eine andere Methode. Und jetzt wird es ein bisschen fieser. Jetzt fängt der Feind an, durch seine Leute wirklich an den Kern des geistlichen Lebens zu gehen, um dieses Ding zu stoppen. Nehemia 6 ab Vers 10, mit kompletten Namen benannt. Und ich kam in das Haus Schemajas, des Sohnes Delajas, des Sohnes Mehetabels, der sich eingeschlossen hatte. Okay. Und der sagte, wir wollen uns im Haus Gottes treffen, im Inneren des Tempelraums. Und die Türen des Tempelraums, die verschließen wir. Denn sie wollen kommen und dich umbringen. Und zwar kommen sie in der Nacht, um dich umzubringen. Und deshalb, wir bringen unsere Sicherheit. Ah, komm mit, haben einen guten Plan. Wir gehen ins Innerste des Tempels, dann bist du kernig sicher. Wunderbar. Hey, das war richtige Fake News. Das war richtig, richtig bedenklich. Das war eine Versuchung. Bring dich in Schutz, du bist in Gefahr, mach jetzt keinen Mist, du musst vorsichtig sein. Ja, falsche Info. Richtig mies. Von wem? Von jemand, der dort zum Volk Gottes gehörte. Der aber mit dem Feind gemeinsame Sache gemacht hat. Und jetzt kommt eine super, super coole Aussage. Ich aber sagte, ein Mann wie ich sollte davonlaufen? Halleluja! Ich sag dir, der Mann hatte Standing. Der Mann war wirklich kernig. Der hat jetzt diese ganzen Dinger vom Feind durch. Und dann dachte er, what? Du spinnst wohl. Ich soll davonlaufen? Und dann sagt er noch, und wer von meinesgleichen könnte in den Tempel hineingehen und am Leben bleiben? Er wusste, in den Tempel gehen Priester, in den Tempel gehen Leviten, in den Tempel gehen die, die für den Tempeldienst bestimmt sind. Und nicht er als Jude. Er hat gesagt, ich bin euch verrückt. Niemals werde ich das machen. Um mich in Sicherheit zu bringen, begebe ich mich in Lebensgefahr. Ja? Ich gehe nicht mit hinein. Und ich merkte, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er redete diese Prophezeiung über mich, weil Tobia und Sanballat ihn angeheuert hatten. Das war jemand aus dem Volk Gottes, der angeheuert war, diesen Leiter, der bestimmt war, das Volk Gottes in Freiheit zu bringen, das Volk Gottes in neue Stärke zu bringen, das Volk Gottes in Position zu bringen, ja, falsch darüber prophezeit hat, der ihm falsche Nachrichten gegeben hat, der Falsches über ihn ausgesprochen hat. Ich sage dir eins, es gibt diese Leute unter uns Christen. Nicht Gott hatte ihn gesandt. Wir müssen vorsichtig sein. Dazu war er angeheuert worden, dass ich aus Furcht so handeln und mich versündigen sollte. So hätten sie einen Anlass zur üblen Nachrede gehabt, damit man mich schmähen konnte. Kennst du Leute im Volk Gottes, die der Feind angeheuert hat? Hast du schon Berührung damit gehabt? Jesus spricht von falschen Hirten, ja? Von Wölfen im Schafsbett. Kennst du solche? Wir kennen solche. Gedenke es, mein Gott, dem Tobia und dem Sanballat nach diesen ihren Taten. Und dann kommt was, was auch noch war. Und auch der Prophetin Noadja und dem Rest der Propheten, die mich in Furcht versetzen wollten. Also es war nicht nur der eine, es war ein ganzer Schwung. Der Feind hatte jetzt zu dieser Art von Versuchung ausgeholt, um ihn zu Fall zu bringen. Und dann kommt der Vers. Und die Mauer wurde am 25. des Monats Elul in 52 Tagen fertiggestellt. Halleluja! Ich finde das grandios.
Ich finde das absolut grandios. Diese Versuche des Feindes, ganz unterschiedlich, ihn zu stoppen, ihn zu Fall zu bringen, ihn, den Job, den er machen sollte, für das Volk Gottes nicht zu tun. Ja? Mit offenem Kampf, mit Verleumdung, mit was auch immer. Aber Nehemia, der ist ganz klar auf Kurs geblieben. Der hat sich nicht abbringen lassen. Nicht durch Schmeichelei und nicht durch falsche Prophetie und nicht durch Heuchelei oder offenen Kampf oder was auch immer. Okay, ich möchte dazu drei Sachen sagen. Drei. Erstens, das ist schon mal cool. Erstes ist cool. Es gibt jetzt, wenn du dir das genauer anschaust, bei Nehemia in Kapitel 3, eine schier endlos lange Liste mit der am Bau der Mauer beteiligten Gruppierung. Die sind also in einer sonderbaren Präzision da aufgeführt. Über 32 Verse. Das ist fast wie so ein Geschlechtsregister, ja, wo man auch sagt, Hilfe, was steht denn da alles drin? Muss ich mich damit beschäftigen? Und ich glaube, die meisten Leute, die überfliegen das und sagen, Hilfe, wie soll ich denn sowas verstehen? Das ist irgendwas, was für mich nicht relevant ist. Aber es hat eine interessante Bedeutung. Denn wenn du das liest, wir schauen uns das gleich ein bisschen an, dann sagst du, es ist völlig uneinheitlich. Da ist überhaupt kein System drin. Was ist denn das für eine komische Aufzählung? Schau, als das Volk Israel aus Ägypten raus ist, unter Mose, auch später dann unter Josua in der Führung des verheißenen Land einzunehmen, da war das ganze Volk ja in diesen Stämmen organisiert und dann in diesen Clans und in Familien und so weiter bis runter zu den einzelnen Personen. Und man konnte genau sagen, okay, der war vom Stamm Naphtali und ein Sohn von dem und dem und dem und dem und dem. Ah, da ist er ja. Das ist der und der. Das war komplett durchstrukturiert. Die wussten genau, wie viele People da sind. Das war alles genau gezählt. Sehr organisiert. Ne? So, aber hier nichts dergleichen. Eine wilde Aufzählung von irgendwelchen Leuten, die geholfen haben, eben diese Mauer zu bauen. Nehemia 3 ab Vers 1. Und der Hohepriester, Eliashib, machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf. Und sie bauten das Schaftor. Sie heiligten es und setzten seine Torflügel ein und so weiter. Und ihm zur Seite bauten die Männer von Jericho. Und daneben baute Sakur, der Sohn Imris, und das Fischtor bauten die Söhne Senaas. Und so weiter und so weiter. Und dann kommen hier alle möglichen Gruppierungen, ein paar werde ich mal vorlesen. Der Sohn Berechas des Sohnes Meschesabels wird genau benannt. Ne? Dann die Tekoiter. Aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für den Herrn. Die waren zu fein für die Arbeit im Reich Gottes. Und dann geht es weiter. Es geht hier die ganze Liste lang. Die Männer von Gibeon und Mizpah. Uziel, der Sohn Harhajas, der Goldschmied. Hanania, der Salbenmischer. Dann Refaja, der Oberste des halben Bezirks von Jerusalem. Und so weiter. Dann Shalom, der Oberste des anderen halben Bezirks von Jerusalem. Und jetzt pass auf. Er und seine Töchter. Interessant, hä? Dann geht's weiter mit Hanun und die Bewohner von Sanoach. Etwas später kommen lauter Namen. Dann die Leviten. Dann Eser, der Sohn Jeschuas, der Oberste von Mizpah. Dann die Priester aus der Jordanebene. Und so weiter und so weiter. Dann irgendwann wird erwähnt Shemaja, der Sohn Shechanias, der Hüter des Osttores. Nach ihm besserte Hanania, der Sohn Schemaljas, und Hanun, der sechste Sohn Salafs. Einen weiteren Mauerausschnitt aus. Das wird genau erzählt, dass das der sechste Sohn war von dem Typ. Keine Ahnung, was mit den anderen fünf ist, aber er war der sechste und der wird hier erwähnt. Ne? Und dann geht es weiter und dann kommt Malkilja. Nein, ja doch, Malkilja von den Goldschmieden. Und die Goldschmiede und die Händler. Du kannst dir das mal anschauen. Extrem interessant.
lauter Gruppierungen, die irgendwas bauen. Größeres Stück, kleineres Stück, irgendwie einen Turm bauen oder ein Mauerstück. Etliche, wo es heißt, sie bauten vor ihrem Haus. Da, wo sie waren, da haben sie die Mauer ausgebessert. Ja? Pass auf, diese Namen, die hier stehen, all diese Namen sind in der Bibel notiert. Die Bibel ist ewiges Wort Gottes. All diese Namen haben hier Ewigkeitswert. Jetzt sage ich dir mal, was stehen die denn da drin? Warum sind die denn hier alle so genau aufgedröselt? Ganz einfach, weil Gott es so will. Es ist ihm wichtig. Er möchte, dass sie drin stehen. Die alle haben an der Mauer von Zion gebaut unter Nehemia. Und er dachte, das ist ein großes Werk. Die Leute verdienen, in Ewigkeit berücksichtigt zu werden. Wofür steht das? Das steht für das Volk Gottes in seiner ganzen Vielfalt. Jetzt im übertragenen Sinne für uns. Völlig unterschiedliche Gruppierungen, völlig unterschiedliche Berufe, Herkunft, wo man herkommt, völlig unterschiedliche Arbeitsbereiche, Größen, das Arbeitsvolumen, Männer, Frauen, sonst was, alles ganz unterschiedlich. Aber alle arbeiten zusammen an einem Ziel, nämlich in dem Fall die Mauer Zions zu errichten, Jerusalem zu bauen, Zion zu bauen, das steht für das Volk Gottes. Sie alle, obwohl die komplett uneinheitlich sind, unterschiedlich sind, haben gemeinsam einen Job. Und das ist es, was extrem interessant ist. Und jetzt möchte ich dir mal eine, bitte nicht ganz ernstzunehmende Aufzählung hier diesbezüglich geben, wie sowas heute aussehen könnte. Ja, also nicht jedes Wort auf die Goldwaage jetzt legen, bitte. Ne? Wie sowas heute aussehen könnte. Gruppierungen, die heute beispielsweise in Deutschland das Reich Gottes bauen, die Mauern aufbauen, für das Reich Gottes stehen und sehen, dass es gebaut wird. Nur als Beispiel, um klar zu machen, wie so eine Liste heute aussehen könnte. Der Verband christlicher Internisten, die Businessvereinigung christlicher Automobilzulieferer, der Hauskreis Klein-Jauchenbronn, hinter den sieben Büschen, mit fünf zahlenden Mitgliedern. Eine Einzelperson, christlicher Geschäftsmann, Milliardär. Daneben baut Ehepaar Rabonski, Hartz-IV-Empfänger, sie beten für Obdachlose. Dann kommt die Lutherische Kirche, Abteilung Bibelgläubige Pfarrer und Gemeindediakone. Daneben baut Gebetshaus Josua mit dem Slogan Landeinnahme leicht gemacht. Anschließend die Gewerkschaft christlicher An- und Ausgestellter. Daneben die afrikanische Gemeinde Holy Tabernacle of the Divine Trinity mit Pastor Olesegun und Alufonson Junior und First Lady Mama Faith Alufonson. Dann Ehepaar Kasulke, Rentner. Er gehbehindert, sie rüstig. Sie dienen dem Herrn mit all ihrer Kraft. Anschließend die Baptistengemeinde in der Nepomukstraße. Daneben das Hotel Pension zum Guten Hirten mit Inhaber Gottlieb Prallmoser. Anschließend die Juristenvereinigung Recht und Ordnung. Der Verband christlicher Uhrmacher und Zeitzeugen. Anschließend Schwester Kundigunde, daneben Bruder Pius. Dann die Lobpreisband Valley Songs. Anschließend die Biker für Jesus mit dem Wahlspruch Tod, wo ist dein Stachel? Daneben die Drogenreha Neuanfang mit 12 Arbeitswilligen. Die Gebetsbruderschaft dranbleiben. Anschließend das Evangelisationswerk Help is on the way mit der Lobpreiskombo Rettung naht. Dann Apostel Viktor Iljonowitsch mit seiner polnischen Landsmannschaft, deutscher Zweig. Die Bibelschule forschen, finden und verkünden. Und dann Methodisten, Pietisten, Lutheraner, Calvinisten, Adventisten, Heilsarmisten, Gnadauer, Charismatiker, Pfingstler, Evangelisten und so weiter und so weiter und so weiter. Sie alle arbeiten da dran. Sie alle arbeiten da dran. Sollte ich jemand vergessen haben, vergib mir, er ist mit drin. Ja? Alle zusammen bauen das Reich Gottes.
Alle zusammen sind notwendig, um die Mauern zu errichten. Jeder an seinem Fleck, jeder an seinem Arbeitsbereich, jeder das, was zu tun ist. Es ist ein großes Werk. Und es gibt Feinde. Feinde, unterschiedlicher Feinde. Die haben die Werke, die Leute, die daran beteiligt sind, haben unterschiedliche Größe, haben unterschiedliche Power, haben unterschiedliche Finanzkraft und Fähigkeiten und Möglichkeiten und Intelligenz und Arbeitsschwerpunkte und Ressourcen und alles. Die scheinen nicht zusammenzupassen. Aber der Herr in seiner Weisheit hat sie zusammengestellt, damit sein Zion gebaut wird. Alle sind beteiligt und haben Anteil am Werk des Herrn. Es geht um Hingabe und Gehorsam, um Arbeit in Gottes Weinberg, in seinem Ackerfeld, an seiner Mauer. Es geht um Anpacken, Mitmachen, Zion zu bauen, Gottes Reich zu bauen, die Mauer aufzurichten, in der Bresche zu stehen, dabei zu sein, aktiv zu sein. Nicht von der Ferne zuschauen und nörgelnd den desolaten Mauerzustand zu bekritteln. Ja, so sieht's aus bei uns in Mitteleuropa. Und dann, wie gesagt, gibt es die Feinde, die Gegner. Die wollen das Werk stoppen. Und teilweise wollen sie es mit sehr frommen Argumenten stoppen. Sie wollen es vernichten, sie wollen es blockieren, sie wollen es behindern. Und sie haben ganz unterschiedliche Vorgehensweisen, wie wir hier bei Nehemia sehen. Offener Kampf. Ja, drohen. Die hatten ja alle Furcht. Ne? Drohen. Verrat. Falsche Prophetie. Falsche Ratgeber. Schmeichelei. Ja, dann dieses Ding, komm in den Tempel, hey, lass uns miteinander einen Deal machen. All diese Sachen. Sie kommen scheinbar ganz nett, ganz freundlich, vielleicht auch ganz fromm daher. Aber ihr Ziel ist, dass nicht das gebaut wird, was Gott will, das gebaut werden soll. Die Feinde, nicht nur von außen, leider auch von innen. Und leider, leider auch einige, wahrscheinlich wenige, aber auch einige, die in Leiterschaft waren. Denn die Vornehmen wollten nicht mitarbeiten, hatten wir gelesen. Das könnten beispielsweise heute sein, vielleicht selbsternannte Kritiker, Warner, Mahner, Richter, irgendwelche Leute, die blockieren wollen, irgendwelche Leute, die mit so einem Isabel-Ding kommen und einfach stoppen wollen, wie auch immer. Leute, die sagen, was man zu tun hat und was man nicht zu tun hat. Leute, die Regeln vorgeben, die sagen, so geht's und was alles andere ist nicht in Ordnung. Die Gehorsam einfordern, die sagen, beschäftige dich mal mit uns. Wir sind diejenigen, die sagen, was hier zu tun ist. Wir sagen dir, was du zu denken hast. Wir sagen dir, was du zu glauben hast. Wir sagen dir, wie du zu funktionieren hast. Und wenn du nicht so denkst, wie wir denken, dann ist das ganz, ganz böse. Ja? Vielleicht wollen sie das Werk auch auf Nebengleise ablenken, auf so einen Nebenschauplatz. Ja? Hauptsache nicht weiterbauen. Richte den Fokus, richte die Aufmerksamkeit auf ganz was anderes. Lass doch mal sein hier mit der Mauer, mach was anderes, ja, auch wichtige andere Sachen. Nehemia ist nicht in die Falle gegangen. Sei passiv, tu nix, versteck dich im Haus Gottes. Oh, das ist eine gute Idee, ne? Am besten wartest du auf die Entrückung. Tu bloß nicht das, was Jesus gesagt hat. Was hat er gesagt? Mach zu Jünger alle Völker. Errichte das Reich Gottes in Kraft und Vollmacht und Autorität. Weißt du, ich glaube, dass der Feind sagt, bleib im Zustand der kaputten Mauer. Bleib in dem Zustand in deiner Ortsgemeinde. Bleib in dem Zustand in deiner Familie. Bleib in deinem Zustand in deinen Beziehungen. Bleib in dem Zustand in deiner Gesundheit. Bleib in dem Zustand in deinen Finanzen. Bleib in dem Zustand im gesamten Leib Jesu. Bleib im Zustand der desolierten, kaputten, ramponierten Mauer. Das ist der Platz, wo du hingehörst. Wir gehen rein und raus und wir sagen, was läuft. So sieht's aus, nach meiner Empfindung in der Christenheit im deutschsprachigen Europa. Und genau dagegen müssen wir aufstehen. So, wie Nehemia das tat. Er hat sich erstmal einen Keks drum gekümmert, was irgendwer gesagt hat. Er stand, ja, und er hat unbeirrt das getan, von dem er wusste, dass Gott wollte, dass er es tut. Und so haben wir auch unsere Aufgabe von Gott. Er hat uns einen Job gegeben. Vor ihm müssen wir Rechenschaft geben. Und nicht für irgendjemand, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Sei dir dessen bewusst. Gott wird Rechenschaft von dir haben wollen. Und er sagt, ich habe Jobs gegeben, beispielsweise Missionsbefehl. Ich habe Aufträge gegeben.
Und ich möchte, dass du das tust. Womit hast du deine Zeit verbracht? Was war dein Fokus? Hast du dich an das gehalten, was ich dir gesagt habe? Oder hast du dich von irgendjemand abhalten lassen und irgendwas gemacht? Die Bauleute waren mit dem Schwert umgürtet. So müssen wir auch sein. Das Wort Gottes und das Schwert muss immer bei uns sein, wenn wir bauen. Deshalb sei nicht menschengefällig. Hab keine Angst vor Menschen und lass dich von Menschen nicht zurückhalten, sondern lebe so, dass du gottgefällig bist. An der Stelle möchte ich dir eine sehr bekannte Bibelstelle vorlesen, Jesaja 61, 1-4. Und das ist eine Bibelstelle, die Jesus dann zitiert im Neuen Testament und es ist seine Job Description, also seine Aufgabenbeschreibung, wo er sagt, hey, das spricht von mir, das ist meine Job Description und es ist genauso unsere Job Description. Der Geist des Herrn, Jahwehs, ist auf mir. Denn Jahweh hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr Jahwehs und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions. Aha, Frieden. In Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden. Eine Pflanzung Jahwehs, dass er sich durch sie verherrlicht. Terebinden ist eine Baumart. So, und jetzt kommt's. Ja, jetzt kommt's. Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen. Das früher Verödete wieder aufrichten. Und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Das ist dein Job und das ist mein Job. Das haben wir zu tun. Das ist unsere Job Description. Genau das, was hier steht. So sollen wir vorwärts gehen. Ja? Wir sollen die Leute, die im Not und Elend sind, sollen wir helfen, die Hand hinstrecken. Ja? Und gleichzeitig sollen wir das aufbauen, was zerstört ist. Weißt du was? Die Christenheit in Deutschland ist seit über 110 Jahren in einem entsetzlich desolaten Zustand. Wenn du dich damit beschäftigst, wirst du feststellen, wo die Ursachen sind und dass es da große Katastrophen gab und unendlich viel Elend daraus entstanden ist. Ja? Und das hat sich seit Generationen, seit 110 Jahren, hat sich das gehalten. Es ist Zeit, dass wir als Volk Gottes in ein völlig neues Level kommen. Es ist Zeit, dass alle diese Sanballat und Geshems und wie die heißen, das Maul gestopft kriegen. Es ist Zeit, dass unsere Mauer aufgebaut wird und das Zion, das Volk Gottes, neu errichtet wird. Es ist Zeit, dass die Leute, die mit dem Feind im Netzwerk sind, dass die bloßgestellt werden. Es ist Zeit, dass jeder anpackt und Reich Gottes baut, gemeinsam. Es ist Zeit, die verwüsteten Städte aufzubauen, ja, die Trümmerstätten, die verödet lagen von Generation zu Generation. Es ist Zeit für einen Neuanfang in Deutschland und Österreich und der Schweiz. Es ist Zeit für einen Neuanfang des Volkes Gottes. Es ist Zeit für was Neues. Seit Generationen sind wir verwüstet. Seit Generationen marschiert der Feind im Volk Gottes rein und raus. Das muss ein Ende haben. Und das hat dann ein Ende, wenn du und ich anfangen, das Volk Gottes zu bauen. Es geht um die Fertigstellung, den Wiederaufbau dieser Stadtmauer. Schutz, Abwehr, Autorität, Herrschaft. Es geht darum, dass wir als Volk Gottes in Position kommen, in Autorität kommen und das einnehmen, den Stand einnehmen, den der Herr für uns hat. Auch im Gebet für diese Nation. Und für Europa und darüber hinaus. Auch indem wir Dinge, die böse sind, im Gebet zurückdrängen und sie nicht gut nennen. Schau, der Feind hat zugelassen, dass in der Stadt der Tempeldienst war. Das war ja okay, ne? So ein bisschen Tempeldienst, bescheiden, ärmlich. Das war okay, ja. Müssen die ja haben. Aber er ist fast durchgedreht, als die anfingen, die Mauer zu bauen, weil er wusste, jetzt wird es für ihn gefährlich. Jetzt verliert er die Kontrolle, jetzt verliert er die Manipulationsmöglichkeit, jetzt verdient er diese Druckgeschichten, wo er die Leute herumkommandieren kann. Jetzt wird es für ihn schwierig.
Jetzt auf einmal ist das Volk Gottes in einer Position, wo sie sich nicht mehr rumkommandieren lässt. Indem beispielsweise die Welt sagt, was hier zu laufen hat und was nicht im Volk Gottes. Indem die Welt sagt, der ist angeklagt, der ist verleumdet, der. Und alle müssen mitspielen. Sondern das Volk Gottes steht in Position. Diese Art von feindlicher Beeinflussung im Volk Gottes muss aufhören. Und ich sage dir, sie wird aufhören. Wir werden in eine neue Phase kommen. Ja? Durch die Mauer ändert sich die geistliche Situation. Und eine Mauer im Geist muss um das Volk Gottes aufgerichtet werden. Und ich bin überzeugt, dass der Herr dabei ist, das zu tun. Was wir brauchen, sind Leute, die bereit sind zu bauen und Leute, die damit im Geist, mit dem Wort, bereit sind zu kämpfen. Ich finde das cool. Ich finde das etwas, was wirklich zu uns spricht. Ich finde das ist so grandios. Ich habe dir gesagt, ich liebe diesen Typ. Der ist der Hammer. Ja? Also grandios. Sprich zu mir, Nehemia, sprich zu mir echt von Deutschland. Okay. Österreich, Schweiz, Liechtenstein nehmen wir gerade noch mit. Ne? Okay. Gut. Jetzt noch ein anderer Aspekt. Ganz anderer Aspekt. Da steckt nämlich ein prophetischer, interessanter, heilsgeschichtlicher Sinngehalt drin. Und zwar, wenn wir uns das Land Israel heute anschauen. Ne? Also Israel als Land. Im übertragenen Sinne ist es ja so, dass in unserer Zeit erst seit wenigen Jahrzehnten Israel neu gebaut wird. Die uralten zerstörten Festungsmauern und diese Trümmer wieder errichtet werden, nämlich das Land Israel eben, ne? Mit Jerusalem. Wir sehen heutzutage, wie das wieder errichtet wird, wie der Herr dabei ist, sein Volk aufzubauen, seine Stadt, seine Herrschaft und was völlig Neues hat begonnen. Schaust du, Nehemia war nach der babylonischen Gefangenschaft, ja, nach dieser Zeit, kam er und hat in Jerusalem was errichtet. Und genauso ist nach der Diaspora, ja, Israel wieder dabei, errichtet zu werden und Jerusalem. Israel wurde am 14. Mai 48 im Grunde genommen, ich sag mal, neu geboren. Und die Stadt, ja, die Stadt ist am 7. Juni 67 im Grunde genommen geistlich neu geboren worden. Das ist noch nicht so lange her. Wenige Jahrzehnte. Nachdem 1900 Jahre in der Richtung nichts passiert ist. Das ist auch was, was interessant ist hinsichtlich Nehemia. Jerusalem wird gebaut. Israel wird errichtet. Von größter heilsgeschichtlicher Bedeutung und damit für dich und mich wichtig. Und deshalb spielt die ganze Welt so verrückt wegen der Stadt Jerusalem. Da hast du den Spiegel wie damals bei Nehemia. Ja? Die ganze Welt spielt verrückt. Sie will diese Stadt möglichst aus der Hand des Volkes Gottes reichen, des Volkes des Alten Bundes, ja, und will sie in die Hand des Feindes geben, die eben über 1900 Jahre, wie lange auch immer, da munter rein und raus marschieren konnten. Aber wie nach Nehemias Mauerbau geht das heute nicht mehr so. Und dennoch, jeder versucht, Israel zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Leider auch von deutscher Seite. Beispielsweise von deutscher Politik. Der Wille der Welt ist genau das gleiche wie damals unter Sanballat und seinen Typen. Israel ist illegal. Hat gar kein Recht, hier das Land so einfach einzunehmen. Annektieren. Die dürfen nicht bauen. Es ist interessant, dass gerade diese Baumaßnahmen in Israel immer so im Blickpunkt waren. Vor Corona. Ja? Das darf sich auch nicht verteidigen. Das muss für alles Rechenschaft geben, muss sich ständig verantworten. Und das kann ständig von jedem angeklagt werden. Hey, das ist wie zu Nehemias Zeiten. Und weißt du, was passiert? Es wird errichtet. Es wird gebaut. Und das ist ein heilsgeschichtliches, prophetisches Zeichen. Ja? Die Entwicklung in Israel ist für uns von größter Bedeutung. Weil wir sehen diese Parallele zu Nehemia. Und jetzt komme ich zu meinem dritten Punkt, der damit ein bisschen einhergeht oder ziemlich einhergeht. Ja, und da ist nämlich
ein ganz interessanter prophetischer Hinweis drin. Und da möchte ich dir mal hier das zeigen. Einige von euch kennen das. Die sieben Feste der Bibel und ihr Geheimnis. Das sind kleine Büchlein zu jedem der biblischen Feste. Sieben biblische Feste, die ich geschrieben habe. Ganz kurz, und es geht hier nicht, wie feiere ich jüdische Feste oder sowas, sondern was ist die heilsgeschichtliche Bedeutung dieser Feste? Was ist da drin kodiert? Es ist super spannend. Gibt es auch als DVD-Set, wer sich sowas lieber anschaut. Aber diese Büchlein, ja, die beschäftigen sich damit, ja, wie die Heilsgeschichte hierin kodiert ist. Und du hast die ersten vier Feste, ne? Also Passafest, dann das, diese Woche der ungesäuerten Brote, ne? Dann haben wir hier Reschit, das Fest der Erstlingsfrüchte, dann Schawott, also Pfingsten, und dann kommen drei andere Feste noch. Und das Interessante ist, die ersten vier Feste sind heilsgeschichtlich schon gelaufen. Ich sage gleich was dazu. Und die anderen drei, die stehen noch aus. Die kommen noch auf uns zu. Da steckt noch was drin. Und wenn du das verstehst, dann merkst du den großen heilsgeschichtlichen Bogen. Und das Interessante ist ja, wenn wir sagen, okay, die sind passiert, die kommen noch, wo stehen wir denn? Genau das ist der Punkt. Die sieben Feste der Bibel und ihr Geheimnis. Dazu gibt es diese wunderbare Tafel. Und diese Tafel, es ist vielleicht ein bisschen kompliziert jetzt hier, diese Tafel, die ist so, dass du hier also die verschiedenen Monate siehst, ja, und hier oben beginnt das geistliche Jahr, das sogenannte mosaische Jahr, und hier unten, genau ein halbes Jahr später, beginnt das bürgerliche Jahr. So, hier oben hast du die ersten drei Feste, oder drei Feste und dann das vierte Fest, die gehören ganz eng zusammen. Dann kommt eine lange Phase, die sogenannte Sommerhitze. Und die Frage ist, wo stehen wir jetzt? Wo in dieser Phase stehen wir jetzt? Das nächste Fest ist nämlich Fest Nummer 5 und das ist das Fest Rosh Hashanah, so heißt das. Oder das Fest des Posaunenblasens. Der eigentliche Name ist Yom Teruah. Ja? Und dieser Festtag, der ist wirklich bemerkenswert. Denn der steht heilsgeschichtlich für die Wiederkunft des Herrn. Der steht für die Wiederkunft des Herrn. Und das ist jetzt cool. Die ersten vier Feste erfüllt. Eine lange Zeit des Sommers, der Hitze, der Diaspora, was auch immer, liegt hinter uns. Wo befinden wir uns jetzt? Vor dem nächsten Festtag, der für die Wiederkunft des Herrn steht. Das ist eine Frage, die ich extrem interessant für dich und mich finde. Und da finden wir in Nehemia 6, Vers 15 einen coolen Satz. Ich hatte ihn sogar schon vorgelesen. Und der ist so präzise, dass er nicht umsonst da steht. Und die Mauer wurde am 25. des Monats Elul in 52 Tagen fertiggestellt. 52 Tage. Im Grunde genommen müssen wir wissen, dass die Story des Alten Testamentes mit diesen 52 Tagen mehr oder weniger zum Ende kommt. Schau, du hast ja das Alte Testament, beginnt mit der Schöpfung und dann geht es durch die Jahrtausende. Und irgendwann, also von der chronologischen Zeitfolge, nicht wie deine Bibel angeordnet ist, ja, mit den Büchern, sondern von der chronologischen Zeitfolge, geht es dann irgendwann und hört ja dann mal auf. Der Bericht hört irgendwann auf. Womit hört er auf? Mit Nehemia hört er auf. Nehemia, die Story mit den 52 Tagen, mit diesem Mauerbau, ist im Grunde genommen von der chronologischen Linie her das letzte große Ereignis, was uns im Alten Testament berichtet wird. Nehemia war die letzte große Figur im Alten Testament und zwar parallel mit Malachi, der als Prophet dann zu seiner Zeit lebte. Mit Nehemia hört das Alte Testament auf. Und das letzte große Ding war der Mauerbau mit 52 Tagen. Und danach gibt es eine Phase von, machen wir mal, rund 400 Jahren, in der das Alte Testament nichts berichtet. Berichtet dann sowieso nichts mehr, ist ja zu Ende gekommen. Aber in der wir nichts haben, bis dann irgendwann mit Johannes dem Täufer, mit
der Geburt Jesus es wieder losgeht mit dem Neuen Testament. Und diese 400 Jahre etwa, ja, diese Zeit war eine Zeit, wo man sagt, da ist wenig Prophetien, da ist wenig passiert, aber es ist ja was passiert. Das Volk Gottes hat sich ja auch entwickelt. Von Nehemia in der Situation mit den Herrschern von dem persischen König bis irgendwann Jesus aufkam mit den Römern, ist ja was passiert, da ist ja Geschichte passiert. Und das ist das, die Bücher, die aus dieser Zeit kommen, die nennt man die Apokryphen. Den Begriff hast du bestimmt schon mal gehört und in manchen Bibeln sind die Apokryphen drin, auch in vielen katholischen Bibeln. Diese Bücher sind da drin. Unter anderem sind da die beiden Bücher der Makkabäer drin, über die wir auch demnächst mal sprechen werden. Das ist ja auch sagenhaft cool. Die Jungs, die waren echt gut drauf. So, und das ist in der Phase drin. Aber das sind Bücher, die nicht so göttlich inspiriert sind wie das Alte Testament und das Neue Testament. Deshalb sind sie gut zu lesen, sagt Luther, aber es ist eben nicht auf dem Level der Bibel natürlich. Gut, in diesen 400 Jahren passierte also alles. Aber das Ende des Alten Testaments sind die 52 Tage des Mauerbaus. Das war das letzte große Ding. Wenn wir jetzt schauen, womit geht es denn dann weiter im Neuen Testament, was finden wir denn dann? Was finden wir denn dann? Wir finden etwa 450 Jahre später wieder 52 Tage. Wieder 52 Tage, wo etwas Großes, Gigantisches, Weltbewegendes passiert. Wo passiert's? In Jerusalem. Wieder geht es darum, dass Zion errichtet wird. Aber jetzt im geistlichen Sinn. Was sind das für 52 Tage? Es sind die 52 Tage, in denen Jesus vom Zeitraum von Karfreitag bis Pfingsten, wo er gefangen genommen worden ist, wo er verurteilt worden ist, wo er qualvoll litt, wo er am Kreuz für uns starb, wo er begraben worden ist, wo er am dritten Tag von den Toten auferstand, wo er mit den Jüngern unterwegs war, ja, wo er zum Himmel aufgefahren ist und wo er dann gesagt hat, wartet die Zeit, es waren zehn Tage, bis dann der Heilige Geist kommt. Und als der Heilige Geist fiel, 52 Tage, es war die Zeit, alles in Jerusalem, passierte alles in Jerusalem, all das, ja, damit haben wir das echt große Ding des Neuen Testaments. Und das ist kein Zufall. Das Alte Testament hört damit auf, dass die Mauer errichtet wird mit 52 Tagen. Und das Neue Testament hat dieses gleiche Ding. Ein kompletter Reset, ein kompletter Neuanfang, ein wunderbarer Beginn. Das ist die Geburtsstunde des Volkes Gottes im Neuen Bund. Und alles in Jerusalem. Der neue Bund wurde errichtet. Halleluja. Gleicher Zeitraum, den Nehemia benötigte, um die Mauer aufzubauen. Echt richtig cool. Richtig cool. Und auch bei Jesus gab es die gleichen Sachen. Verrat, auch von innen heraus. Ja? Echte Bedrohung, Beschimpfung, alle möglichen Versuche, ihn zum Schweigen zu bringen, damit das, was er machen wollte, nur nicht passiert. Dieser Neustart durfte nicht passieren. Ja? Cool. Ein prophetisches Zeichen bei Nehemia. Zum Ende des Alten Testaments, bis es dann zu dem echten, gigantischen, riesigen Neustart im Neuen Testament kam. Gut, okay, und was hat es jetzt mit diesem ominösen 25. Elul-Aufsicht? Was hat es mit dem zu tun? Schau hier bei dieser Tafel, da ist es so, der Elul ist hier der sechste Monat. Der sechste Monat. Der Elul als sechster Monat hat 29 Tage. 29 Tage. Wann wurde das beendet? Am 25. Elul. Oha, also ganz, ganz kurz vor Ende des Monats. Dann beginnt der siebte Monat. Und wo befinden wir uns da? Bei Rosh Hashanah. Also wenn du dieses Ding hier dir anschaust, dann sind wir jetzt da. Aber wann sind wir da? Als Jerusalem gebaut worden ist. 67. Seitdem läuft die Zeit weiter. Es ist vielleicht 5 vor 12, vielleicht auch nur noch 1 vor 12, bis der Herr wiederkommt. Wir befinden uns nach dem prophetischen Zeichen von Nehemia direkt, unmittelbar vor der Wiederkunft des Herrn. Es werden nur wenige Jahre sein, bis er kommt. Wie diese Jahre aussehen, wissen wir nicht. Wie bedränglich
von welcher Bedrängnis diese Jahre sind, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was da passiert. Wir wissen nicht, was da an Ärger passiert. Wir wissen nicht, was an Problemen und Katastrophen passiert. Wir wissen nicht, wie der Feind auftritt. Wir wissen nicht, was sich da alles wirklich darstellt. Die Bibel berichtet vieles. Aber wir können es uns nicht wirklich ausmalen, was da kommt. Wir wissen nicht. Aber eins wissen wir. Der Herr wird wiederkommen. In seiner Herrlichkeit und Pracht. Und wo kommt er hin? Nach Jerusalem. Halleluja! Kein Wunder, dass es so viel Stress um die Stadt geht. Kein Wunder, dass es darum so Ärger gibt, dass dort gebaut wird, dass die Stadt errichtet wird. Es muss sein, es ist heilsgeschichtlich, es ist notwendig, es ist wichtig. Das nächste Fest, Rosh Hashanah gemäß den jüdischen Bezeichnungen, der biblische Name ist Yom Teruah, der Tag des Schofarblasens, steht vor der Tür. Steht vor der Tür. Wir müssen jetzt bewusst sein, dass wir in die letzte Phase hineingehen. Wir stehen vor einem ganz, ganz markanten Zeitpunkt. Wir stehen vor einem ganz markanten Zeitpunkt. Schau, um Jerusalem ist dieser Schutzbereich, sage ich mal, seit etwa 51 Jahren existent. Ja, wir befinden uns wirklich kurz vor dem, was der Herr für uns hat. Der Monat, der mit Rosh Hashanah beginnt, ist der siebte Monat. Tishri. Der siebte Monat, das ist eine völlig andere Ära. Da beginnt was völlig anderes. Und da kommen diese drei letzten Feste hier, die drei letzten Feste kommen zu ihrer Erfüllung. Ja, diese Zeit ist das, was wir die Endzeit nennen. Und es ist interessant, was die Bibel darüber berichtet. Und das ist der Tag des Schofarblasens. Und das Schofar ist deshalb von so großer Bedeutung, gerade für diese Endzeitphase. Ich sage dir, wir stehen an der Schwelle zu den größten Ereignissen seit 2000 Jahren. Wir stehen an der Schwelle zu den größten Geschehnissen, auch in Jerusalem. Und du und ich dürfen dabei sein. Und jetzt ist die Frage, auf welcher Seite stehen wir? Gehören wir zu denen, die die Stadt bauen, die das Volk Gottes aufrichten, die vorwärts gehen mit dem Herrn, gerade in dieser kritischen Stunde? Oder gehören wir zu irgendjemand, der mit dem Feind seinen Deal macht, irgendwelche Fake News hört oder verbreitet oder was auch immer? Wo gehören wir hin? Wo gehören wir hin? Der Feind versucht, seine Agenda durchzusetzen. Der Feind versucht, das, was er geplant hat, durchzusetzen in brutaler Gewalt. Er hat eine Agenda. Er will das verhindern, dass es diesen Neustart vom Herrn gibt. Die Bibel ist glasklar. Jesus kommt auf diese Erde. Die Wiederkunft des Herrn, so oft verheißen in der Bibel, der Messias. Beim ersten Mal kam er als Baby in der Krippe. Beim nächsten Mal kommt er als siegreicher König, der im Geist auf einem weißen Pferd über diese Erde reiten wird. Er ist der Herr. Und als Christen müssen wir ihn im Blick haben. Wir müssen auf ihn fokussiert sein. Wir müssen auf ihn schauen und nicht auf die Katastrophen, Schwierigkeiten, Probleme, die uns vielleicht bevorstehen oder gewiss bevorstehen. Es gibt einen Kampf zu kämpfen. Es gibt etwas, wo wir hineingehen müssen in das, was der Herr für uns hat. Es gibt etwas, was du und ich zu bauen und zu erkämpfen und zu errichten haben. Und da bin ich so happy. Wir leben zur coolsten Zeit, die man überhaupt sich vorstellen kann. Und wenn wir jetzt gleich beten wollen, ja, wenn wir uns jetzt dafür bereit machen, dann wollen wir wirklich einfach das in diesem Blick haben. Wir leben zu einer Stunde, die der Herr uns geschenkt hat und die er uns hineingeführt hat. Und wir dürfen so, so happy sein. Wir dürfen so happy sein, dass er uns da reinbringt. Wir dürfen so happy sein, sein Reich bauen zu dürfen. Wir dürfen so happy sein, dass er uns in diese Zeit hineingebracht hat. Weißt du, und jetzt leben wir in dieser verrückten Phase mit Corona und sonst was. Hey, jetzt gilt es, Reich Gottes zu bauen. Es gilt, sich jetzt nicht zurückzuziehen. Es gilt, sich jetzt nicht aufs Sofa zu setzen. Es gilt, sich jetzt nicht Glotze zu gucken oder Computerspiele zu spielen. Jetzt gilt es, Reich Gottes zu bauen. Wie auch immer, auf welche Weise auch immer, jeder ist wichtig. Genau. Und dazu will ich nochmal diesen Vers aus Jesaja 58 in Erinnerung rufen. Martin hatte den aus Jesaja 61 gelesen. Und in Jesaja 58, Vers 12 ist fast identisch dieser gleiche Satz geschrieben, dieser gleiche Vers.
Und die von dir kommen, werden die uralten Trümmerstätten aufbauen. Das hatte er schon gelesen. Die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten. Und nun kommt das Wort für dich und für mich. Und du wirst genannt werden Vermaurer von Breschen, yes. Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen. Dein Name, der über dir ausgerufen ist, ist, du sollst ein Vermaurer von Breschen sein. Und ich möchte, bevor wir gleich zum Gebet und Abendmahl gehen, ich möchte noch mal ganz kurz noch mal sagen über das, was wir jetzt gleich miteinander machen werden, nämlich zu beten. Wie funktioniert das denn? Wie werde ich denn, wie mache ich das denn, ein Vermaurer von Breschen zu sein? So, wir wollen uns einen Augenblick Zeit nehmen dafür. Ich denke, du, das wird unsere erste Gebetsnacht. Warum nicht? So, also wenn du jetzt noch dran bist, dann ist das sehr, sehr gut, denn das, was wir jetzt tun wollen gemeinsam, das ist total wichtig für dein Leben, für unser Leben, für deine und ganze für Situation. Viele Leute. Und für viele, viele Leute, genau, dass wir für sie Vermaurer von Breschen jetzt werden. Und ich habe mir irgendwann mal vor Jahren vorgenommen, ich werde niemals aufhören zu beten. Niemals aufhören zu beten für Wiederherstellung, für Rettung, für Heilung, für Bekehrung, für Amen. Heilung meiner Kinder, Heilung für mich selbst, egal um welches Thema es ging. Wir haben uns das auf quasi unsere Gotteshausfahne geschrieben, dass wir nicht aufhören werden zu bitten und zu flehen für die Wiederherstellung und das Wohlergehen. Yes. Und einige haben in dieser Woche nach diesem Gebets- und Fastenaufruf, der ja so viel Tsunamiwelle ausgelöst hat, haben geschrieben am Donnerstag, ja, jetzt haben wir gebetet und jetzt haben wir gefastet und das Ergebnis sieht gar nicht so aus, wie wir das erwartet haben. Wart's mal ab, würde ich sagen. Und jetzt, wir haben ja keinen Erfolg gehabt mit Beten. Also, ich verstehe diese, wie soll ich sagen, Entmutigung oder Enttäuschung oder was auch immer. Ich verstehe das nicht. Ja, wir haben gehofft, dass es da noch mehr gibt. Also, du wirst ja morgen auch einzelne Sachen sagen. Aber ist schon gut, also wirklich. Ich will dir was sagen. Jedes deiner Gebete, jedes Gespräch mit Gott, das du führst, Halleluja, ist richtig und wichtig. Lass dir niemals einreden, das hat doch gar nichts genutzt. Guck dir doch die Situation an. Guck doch mal in meine Familie. Du glaubst ja gar nicht, wie viele Jahre ich schon bete, wie viele Jahre ich für Bekehrung bete, wie viele Jahre, und mein Mann hat sich immer noch nicht bekehrt. Meine Frau ist immer noch irgendwie unterwegs. Meine Kinder wenden sich von mir ab. Ich habe schon so lange gebetet und es tut sich nichts und es wird anscheinend so sein, dass Gott nicht hört. Weißt du, was ich gemerkt habe in meinem Glaubensleben? Immer wenn ich auf dieser Spur, auf diesem Trip war, das ist eins zu eins das Reden vom Feind. St. Ballard, lässt grüßen. Eins zu eins. Nutzt nichts, lass es fallen und geh doch weiter. So, beten heißt, ich spreche mit Gott. Ich spreche mit dem ich mein Herz gegeben habe. Ich habe eine Beziehung mit ihm. Yes. Ich habe eine Beziehung mit Jesus angefangen und jedes Wort, was ich mit ihm wechsle, jedes, alles, was ich mit ihm spreche, mit ihm rede, das ist wichtig für die Beziehung, die ich zu ihm habe. Und es ist wichtig, dass du da dran bleibst. Und jeder Gedanke, jedes Ding, wo andere dir auch sagen und das wegschwätzen wollen und sagen, hey, entspann dich, ist alles nichts so Wichtiges, hat nicht geklappt und guck doch und so, lass es fallen. Es ist feindliches Geschwätz. Deshalb bauen
und Schwert in der Hand. Das Schwert ist das Wort Gottes. Genau. Das müssen wir haben. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir dieses Schwert in der Hand halten. Und in dem Alten Testament kommt oft so ein bisschen der Ausdruck vor, schütte dein Herz aus wie Wasserbäche. Wenn du Wasserbäche anschaust, wirst du sehen, die sind ständig und ständig und ständig am Fließen. Und das sagt die Bibel, mach das genauso mit deinem Gebet. Lass das fließen, stopp das nicht, lass nicht ein totes Gewässer da stehen, was nachher verdirbt, was kippt, was schummrig wird. Sondern schütte dein Herz aus wie Wasserbäche. Amen. Im Psalm 62, Vers 8 lesen wir, hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuversicht. Yes. Und in den Klageliedern 2, Vers 11 heißt es, ich habe mir fast die Augen ausgeweint, mein Leib tut mir weh, mein Herz ist auf die Erde ausgeschüttet. Das, was uns so beschwert, unser Herz so entmutigt, wir sollen es vor ihm ausschütten. Du musst nicht den starken Mann spielen, die starke Frau spielen vor dem Herrn. Er kennt dich, er kennt deine Gedanken, er kennt das, was du sagen willst, er kennt alles von dir und was du tun willst. Wenn ich auch mit sonst niemand sprechen kann, ganz alleine bin. Und das haben auch einige jetzt zurückgemeldet, dass sie in einer Isolation leider feststecken, dass Gemeindeleute sich abgewandt haben, dass sie die Kontakte einfach verloren haben. Und wenn du damit wirklich zu tun hast, ich sage dir, umso mehr flüchte dich in dieses Gebet, flüchte dich in diesen Austausch mit dem Herrn. Mach das so, als würde er bei dir wirklich am Frühstückstisch sitzen, bei dir am Kaffeetisch, bei dir in deinem Eckchen, wo du gerne sitzt oder wenn du im Bett nachts wach liegst. Nutz die Zeit in dem Austausch mit ihm. Ich habe so viele oder wir haben so viele Situationen erlebt und ich speziell habe das oft erlebt, weil ich mit Krankheitsattacken oft zu tun hatte und keiner war da. Weißt du, wenn du im Krankenhaus bist und jetzt in dieser Corona-Zeit ist das noch extremer, wenn du ganz alleine bist, dann bist du trotzdem nicht ganz alleine, denn Gott ist bei dir. Und in diesen Situationen habe ich gemerkt, dass mein Gebet nicht weit weg war von ihm. Und manchmal unter den Schmerzen und unter diesen Bedrängnissen, die ich da erlebt habe, dann konnte ich manchmal nur flüstern oder manchmal war es wirklich nur hauchen, Jesus, du hast den Sieg. Ja. Jesus, du hast den Sieg in dieser Situation, über diese Situation. Du wirst mich durchbringen, du wirst den Ärzten Weisheit geben, du wirst mir die Medizin zukommen lassen, die ich brauche, aber viel, viel mehr noch wirst du meine Heilung und Wiederherstellung auf den Weg bringen. Ich vertraue dir, du hast den Sieg. Und das möchte ich dir sehr ans Herz legen. Proklamiere diesen Sieg. Glaube an diesen Sieg Jesu. Und glaube das, dass du durchkommst. Er wird uns bewahren. Ich habe seinen Segen erlebt, mitten im Krankenhaus, mitten auf der Intensivstation, inmitten all dieser Bedrängnisse, mit dem, wo wir mit den Kindern in die Betulie kamen, als die Kinder Babys waren, wirklich in den Kliniken unterwegs. Halte das hoch, halte das vor dem Herrn aufrecht und sage, ich glaube, dass du mich hier durchbringst. Ich glaube, dass du mir einen Weg bahnst. Ich glaube, dass du mir eine Tür öffnest und ich will mit dir sprechen und mein Herz vor dir ausschütten. So, ich weigere mich zu sagen, ich kann nicht mehr beten. Die Not ist so groß, ich kann nicht mehr beten. Ich habe keine Kraft mehr zu beten. Die Umstände sind so schlimm, ich kann nicht mehr. Du musst sofort irgendwas machen, aber ich kann nicht mehr beten. Ich sage dir, da spricht der Feind 1:1. Er will, dass du genau in dem Punkt aufgibst. Da gibt es hier einen sehr interessanten Satz, ne? Sage Gott nicht,
wie groß deine Probleme sind, ja, sondern sag dein Problem, wie groß dein Gott ist. Amen. Genau. Und das, was der Feind uns da vorlegt, was er uns so auf den Teller packt, ich behaupte nicht, dass man das einfach so aus dem Ärmel schüttelt und so locker und flockig immer darüber weg und so. Nein, es ist ein Kampf, der genau an der Stelle ansetzt, weil er möchte nicht, dass du in diesem Vertrauen bleibst, in dieser Hoffnung auf den Herrn, auf diese Zuversicht schaust, auf dieses Herr, du wirst etwas tun. Und er will dich in dieser Entmutigung halten. Und in der Bibel steht, Jesus ist gekommen, diese Werke des Teufels zu zerstören. Amen. Und ich glaube an Jesus Christus, diesen großen Arzt, der gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja. Und in Jesaja 59, Vers 1 heißt es, seht, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz oder ist nicht fern von uns, um zu helfen. Und sein Ohr ist nicht schwerhörig, dass er nicht hören kann. Also sag nicht, Gott hört mein Gebet nicht. Gott ist nicht schwerhörig und er hört sehr wohl, was du sagst. Bleib weiter im Gebet und im Flehen und in der Fürbitte und bleib ruhig. Ich habe manchmal die Neigung, dass ich dann so emotional werde. So bin ich. Ich widerspreche nicht. Amen. Aber ich habe gemerkt, dass manchmal der Herr, der Heilige Geist zu mir spricht und sagt, ey, bleib ruhig, bleib in der Ruhe, bleib in diesem Frieden. Und das ist das auch von dem Bibelvers, den wir zu Anfang gelesen haben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, als alle meine Gedanken, als alle meine Überlegungen und Vernünfteleien. Ja. Dieser Friede Gottes, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Es ist jetzt nicht die Zeit, entmutigt zu sein, sich enttäuscht zurückzuziehen, nicht die Zeit, die geistlichen Waffen niederzulegen oder aufzugeben oder sich in Frustration und Entmutigung reinzudrücken. Egal, wie die Zeit aussieht. Ja. Egal, wie bekloppt die Umstände aussehen und wie das hier alles momentan läuft. Egal. Ja. Es ist nicht die Zeit für das Volk Gottes, sich jetzt, wie soll ich mal sagen, zurückzuziehen und Kopf anzustecken. Das ist genau diese Story von Nehemia. Das ist das, was mir so gut gefällt. Hey, die Leute waren sich nicht zu schade zum Anpacken. Das war ja gar nicht so ihr Geschäft mit einer Kelle und mit den Steinen und dem Dreck und dem Staub. Hey, das waren Goldschmiede, die dabei waren. Oder Leute, die Bücher geführt haben. Oder whatever. Sie kannten dieses nicht. Aber sie haben es gelernt, weil sie etwas verstanden hatten. Ich muss ein Vermaurer von Breschen sein. Und das musst du auch heute Abend mitnehmen. Das musst du verstehen. Das muss in deiner DNA, muss das wachsen, das muss da drin sein, dass du sagst, ich bleibe stehen. Ich werde nicht weichen. Ich lege meine Waffen nicht nieder. Ja. Und wenn das rundherum aussieht wie die pure Zerstörung. Ich werde anfangen und bauen. Immer einen Stein nach dem anderen. Ich werde aufbauen. Ich bin dabei. Ich bin jemand, der Mauern machen kann, bauen kann. Ich vermaure diese Bresche, die da reingekloppt wurde vom Feind. Warte mal. Das Interessante ist, dass wenn du den Bericht liest, dass das mehrfach vorkommt, dass die vor ihrem Haus gebaut haben. Du brauchst nicht irgendwo sonst wohin. Du brauchst nicht aufs Missionsfeld nach Papua-Neuguinea oder was. Du kannst vor deinem Haus, vor deiner Haustür, da wo du bist, da fängst du an. Da lässt du dich von Gott gebrauchen. Da gehst du hinein und packst an, das Reich Gottes zu bauen und die Mauer aufzurichten. Ja. Und zu dem Beten an sich, ich will dir was sagen. Das Gespräch mit Gott, unsere Worte, unser Reden, das nehmen wir mit in die Ewigkeit. In der Bibel heißt es, dass wir singen werden, dass wir ihn loben werden, dass wir alle Zeit bei ihm sind. Denkst du, er wird unsere Stimme irgendwie, ja, im Natürlichen schon. Aber mit unserer Seele, mit unserem Reden, also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dieser Lobpreis, den wir in der Ewigkeit zu Gott bringen, dass wir den in unserem Mund führen, in diesem neuen, verherrlichten Leib.
Steh in der Kraft Gottes, aber bleib stehen. Steh in der Kraft Gottes. Du musst nicht dich abbügeln oder irgendwie was und nochmal und nochmal und nochmal, sondern er wird dir die Kraft geben, die du brauchst. Yes. Er erneuert unseren inneren Menschen jeden Tag. Und er weiß, was du brauchst. Und er sagt, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir. Ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. In diesem Mosekörbchen hier hinter mir liegen ganz, ganz viele Herzensschreie. Das hier sind die Gebetsanliegen der letzten etwa, ich denke, 3 Wochen. Höchstens. Jeden Tag bis vorhin kamen Gebetsanliegen zu uns. Und das ist etwas, was mich dazu antreibt, mit dem Beten nicht aufzuhören. Das ist etwas, wo ich sage, das sind Herzensschreie, das sind Herzensangelegenheiten, das ist Herzensverlangen, das sind Bedrängnisse, oft in aussichtslos aussehenden Situationen. Ja. Situationen, die schon lange anhalten. Und trotzdem, Jesus hat den Sieg. Er ist da und er ist der Retter und der Wiederhersteller. Er vermauert die Breschen, die der Feind geschlagen hat. Er ist an unserer Seite, wenn wir bauen. Er ist der Kraftgeber. Er ist der Haupterheber. Er ist der Fürsorger. Er ist der, der sagt, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, yes, und ich halte dich, Halleluja, mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Ich will euch echt so begeistern für Gebet. Ich will euch so mitreißen, dass du weißt, der dich kennt, der dich sieht, der dich liebt. Er ist mit bei dir. Und jetzt wollen wir anfangen mit dem Beten. Sag noch mal kurz was zum Mosekörbchen für die Leute, die uns noch nicht so gut kennen oder lang kennen, genau, was das eigentlich auf sich hat. Dieses Mosekörbchen ist entstanden vor kurzen Monaten und wir bekommen, also unser Dienst von Gottes Haus hat schon immer Gebetsanliegen angenommen, dass Menschen uns geschrieben haben, und wenn wir diese Gebetsanliegen bekommen und die kommen auf unsere Rechner, dann fangen wir beim Lesen, fange ich schon an dafür zu beten. Beim Lesen fange ich schon an, den Herrn zu fragen, was ist das, damit ich Klarheit bekomme. Dann fangen wir gemeinsam an mit dem Beten für diese Anliegen. Dann werden die ausgedruckt, sie werden abgelegt in dem Gebetsraum hier, in dem Studio, und wir gehen immer wieder dahin. Wenn ich hier drin bin, ich lege die Hände auf und ich bete für diese Anliegen. Es ist mir wichtig. Und jetzt hatten wir natürlich in diesem Körbchen einen wirklichen Stapel. Nein, nicht im Körbchen, den hatte ich auf meinem Schreibtisch liegen. Und das war so ein kleines, ja, ganz erst, kleines Körbchen. Das war aber das Ursprungsding. Ich wollte eigentlich den ersten Stapel Gebetsanliegen wollte ich schreddern. Und ich habe die dann durchgeblättert und dann habe ich nochmal gelesen und von den Leuten. Und es war eine Last auf meinem Herzen, dass ich gesagt habe, Herr, das geht nicht. Ich kann diese Anliegen nicht einfach wegräumen, wegschmeißen, vernichten. Es geht nicht. Und dann hat der Herr gesagt, tu sie in das Körbchen, bis ich mein Werk vollendet habe. Und ich dachte, hä, was für ein Körbchen? Ich wusste gar nichts von einem Körbchen. Aber eines von meinen Töchtern, die hatte mir so ein kleines Körbchen irgendwann auf meinen Schreibtisch gestellt und wahrscheinlich habe ich es irgendwann unter den Schreibtisch, ich weiß es nicht, wie es gekommen ist. Jedenfalls habe ich gedacht, ja, Körbchen, da muss ich mal ein Körbchen suchen. Und als ich dann weggehen wollte, fiel mein Blick auf dieses kleine Körbchen. Und das hat die Erinnerung an diese
Bibelgeschichte, an diese Story, an diesen Bericht freigesetzt, wo Mose als Baby in dieses Körbchen gepackt wurde und Miriam beobachtet vom Ufer aus, was damit passiert. Und dieses Körbchen heißt Teba auf Hebräisch und es bezeichnet ein sicheres Behältnis. Und du wirst das Gleiche wiederfinden in der Arche, die Noah gebaut hat. Und dieses Körbchen und die Arche war innen drin mit Pech bestrichen. Also es konnte kein Wasser eindringen. Das war ein Zeichen dafür, dass es sicher war. Das Baby konnte nicht ertrinken. Und die Situation sah ganz miserabel aus, aber durch das Teba gab es eine Lösung. Richtig. Und ich hatte mir dann auch Gedanken darüber gemacht, dass die Mutter von dem kleinen Mose-Baby, ja, mit schweren Herzens, und das musst du dir einfach vorstellen. Jedenfalls war das der Anlass, dass ich diese Gebetsanliegen in dieses kleine Körbchen getan habe. Und wir haben die darüber gebetet, wir haben darüber Abendmahl genommen, wir haben immer wieder das Körbchen vor dem Herrn hin und her bewegt. Das ist sowas wie auf dem Wasser auf und ab. Einfach so beibehalten, im Blick behalten. So wie Miriam das Körbchen von Mose im Blick behalten hat und geschaut hat, was passiert damit. Und sie hat gesehen, das Baby wurde gerettet. So, und das ist das, was sich bei mir im Geist damit verbunden hat. Yes. Der Herr wird sein Werk tun. Zu seiner Zeit, auf seine Art und Weise. Seine Gedanken sind höher als unsere, seine Wege sind anders. Und trotzdem, bis ich mein Werk vollendet habe. So, nicht wir sind die Heiler, sondern der Heiler ist Jesus. Immer. Immer. Wir bringen diese Anliegen vor ihn, vor seinen Thron. Yes. Und wir erwarten, dass er sich in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Güte diesen Menschen mit diesem Anliegen zuwendet. Heute haben wir gehört von einem kleinen Baby, das ist erst 3 Tage alt, das ist in die Kinderklinik musste. Heute haben wir gehört, dass ein kleiner Junge, Schuljunge, dass er rechtzeitig spastisch gelähmt ist und er kann nicht spielen mit den anderen. Wir haben gehört von Leuten, die im Krankenhaus jetzt sind, die mehrere Operationen hinter sich hatten. Mütter, Großmütter, die weinen, weil dieser Zustand so entsetzlich ist. Und wir haben gehört von diesen seelischen Bedrückungen, von Depressionen, von Mutlosigkeit. Wir haben gehört von den Jobverlusten, die jetzt durchs ganze Land gehen. Finanzielle Not. Eltern müssen für ihre erwachsenen Kinder finanziell stehen, weil sie in Kurzarbeit sind und das Geld hinten und vorne nicht reicht. Wir haben gehört von Businessleuten, wo die Geschäfte schließen, wo Restaurants schließen, diese ganze Kette, die da noch kommt. Weißt du was? Da ist ein tiefer, tiefer Herzensschrei von den Kindern Gottes, die das betrifft. Und das lässt mich nicht kalt. Ich kann nicht einfach sagen, ich verzichte halt ein bisschen auf Besuch und ich verzichte auf meine Urlaubsreise. Nein, das ist unbarmherzig den Menschen gegenüber, die wirklich unter diesem Verlust extrem und entsetzlich leiden. Also das Leiden, was durch diese Krise, momentane Krise ausgelöst wird, ist gigantisch. Ja. Ja. Und wir müssen auch einen Blick haben für die Leute um uns herum, die wirklich am Verzweifeln sind in dieser Phase. Bei diesem Aufruf zum Gebet haben wir ja so Rückmeldungen bekommen. Hier, die waren teilweise so arrogant. Wenn Leute dann schreiben, also was ist das denn schon mal für ein paar Wochen auf was zu verzichten? Hey, vielleicht brauchst du nur ein paar Wochen auf was zu verzichten. Und was ist mit dem, der seinen Arbeitsplatz verliert? Was ist mit dem Unternehmer, dessen Firma kaputt geht? Was ist mit dem, der in der Not ist? Was ist mit den Kindern im Kindergarten bis zu den Alten in den Pflegeheimen? Hey,
Wenn es dir gut geht, preis den Herrn, aber nicht unbarmherzig sein all den anderen gegenüber, denen es schlecht geht. Und das ist noch Deutschland. Uns geht super. Ein paar Kilometer weiter hast du Rumänien. Kreischende Not. Nach Afrika brauchst du gar nicht zu schauen. Die Welt ist im irrwitzigen Taumel. Und dann sich hinzustellen und eine arrogante Mails zu schreiben über jeden, der sagt, Moment mal, hier sind irgendwelche Sachen nicht in Ordnung, wir haben Probleme. Ja, das ist nicht in Ordnung, das ist unbarmherzig. Und das wollen wir niemals tun. Wir wollen für die Menschen beten, die in der Not sind. Ja. Und es sind Hunderte und es sind Tausende und es sind Zehntausende. Und weißt du was? Es werden immer mehr. Ja. Genau. Absolut. Wir machen das so, dass wir diese Anliegen, dass wir einfach darüber beten, über die verschiedenen Themen. Ja. Und dann werden wir hier an diesem Körbchen, werden wir das Abendmahl darüber nehmen. Ja. Wir werden auch das hier dazulegen. Ja. Das liegt uns wirklich auf dem Herzen. Das ist auch etwas, wozu man beten kann. Stimmt's? Hinten mit der Nationalhymne. Und wir glauben, zutiefst glauben wir, dass Gott Gebet erhört. Wir haben Gebetserhörungen erlebt, also wo Leute auf Gebet uns geantwortet haben. Lass uns wissen, wenn der Herr eingegriffen hat. Ja, genau. Lass es uns wissen. Das ist gut. Wirklich wichtig. Ja, dieses Zeugnis geben ist entscheidend. Aber vor allen Dingen wollen wir einstehen. Und du betest mit. Bitte sei nicht inaktiv, sondern bete mit. Bete mit für die Anliegen von den vielen Menschen, die hier uns was geschrieben haben. Und auch für diejenigen, die jetzt hier irgendwie nicht dabei sind oder die zu spät kamen oder sonst was. Wir nehmen sie alle mit rein. So, wir haben viele Sachen eben per Mail bekommen. Manche Sachen kommen über den Anrufbeantworter rein. Da möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, wir können nicht alle Anrufe beantworten. Ich bräuchte nichts anderes mehr zu tun, als diese Anrufe nachzuarbeiten. Wir können auch nicht alle Mails beantworten. Nein. In dieser Woche haben wir Hunderte und Hunderte von Mails bekommen. Genau. Ich glaube, wir haben ein paar Hundert an einem Tag beantwortet. Also seid barmherzig. Aber es wird jedes Mail gelesen. Und es wird jedes Mail mit Gebetsanliegen ausgedruckt. Und es wird für jedes Anliegen gebetet. Das ist sichergestellt. Aber wie gesagt, habt bitte Verständnis, dass wir nicht jeden anrufen können, um Eindrücke zu hören oder was auch immer. Sondern wir wollen einfach auch Zeit nehmen, dass wir dafür beten können, dass hier die Dinge sich verändern. Und dann noch etwas. Wir sind dann einfach frei. Und wir setzen die geistlichen Gaben, die der Herr uns gegeben hat, auch frei. Das heißt, wir werden in Zungen beten. Ja. Das war auch etwas, was allein schon bei dem Gebetsaufruf Leute irritiert hat oder wo wir Schelte für bekommen haben. Wir werden in Zungen beten, weil das wir wissen, dass das Geheimnisse Gottes sind, die ausgesprochen werden. Ja. Und was er hier tut, das ist nochmal ganz was anderes, als wenn wir beten. Ja? Ja. Von daher ist das etwas, was wir als extrem wertvoll ansehen. Solltest du das nicht kennen, kein Thema. Es geht um Gebet. Und die Geheimnisse Gottes, die er ausspricht, die müssen hier oder können hier das bewirken, was er will. Wenn du mehr wissen willst über Beten im Heiligen Geist, wie ist das mit dem Zungengebet, wie ist das, hilft das oder was? Ich sag dir nur eins, mein Leben hat das vollkommen verändert, hat mich auf ein neues Level gehoben. Ich war am Anfang sehr, sehr kritisch und suspekt ablehnend. Aber ich hatte meinen eigenen Weg damit. Wir beide kommen aus dem Pietismus. Ja. Ne? Und ich will dich ermutigen, wenn du Interesse daran hast, kannst du uns anschreiben. Wir haben ein PDF, was wir weitergeben, was dir hilft. Ja, bitten um den Heiligen Geist. Wenn du es haben willst, einfach ein Mail schreiben. Und wie gesagt, wir beten in Zungen. Wir brauchen dieses Reden des Heiligen Geistes. Ja. Wir brauchen es ganz dringend. Und das wird etwas sein, was uns auch in die nächsten Monate begleitet und was uns weiterhilft, was uns stärkt, was uns ausrichtet. Weil manchmal, ich sag dir, wenn du diese Mails liest, nur manchmal 10, 15, 20 Stück am Tag. Ich bin so beeindruckt davon, dass ich gar nicht weiß, was ich beten soll.
Weil die Not so groß ist. Ja, weil ich die Lösung auch nicht habe. Aber wenn ich dann in meiner Gebetssprache darüber bete, dann wird es mir leichter ums Herz und ich weiß, der Heilige Geist bringt das vor den Thron Gottes. Jesus sitzt zur Rechten der Kraft Gottes und er vertritt uns. Ja. Und in dem Bewusstsein wollen wir jetzt für beten. Und die Anliegen wenn du beten. In Zungen beten kannst, bet einfach mit. Ja. Und wenn nicht, dann bete auch mit. Ja, ja, genau. Wir wollen jetzt hier für die Anliegen genau. einstehen. Yes. Herr, wir kommen vor dich, um hier mit den Leuten, die jetzt hier uns zuschauen, mit den Geschwistern, mit denen, die jetzt hier mit uns verbunden sind, einzutreten für die Anliegen, die du uns jetzt hier gegeben hast. Und diejenigen, die jetzt vielleicht noch neu dazugekommen sind und diejenigen, die irgendwie hier schon drin liegen, die nehmen sie alle hinein und wir proklamieren in der Autorität des Namens Jesus Christus, dass es eine Veränderung in jedem einzelnen Leben gibt. Du kennst jede Not. Du kennst jeden Namen, der hier geschrieben ist. Du kennst jede Situation. Du weißt alles genau. über jeden, über jede Situation, über jeden Fall, über alles, was hier ist. Und es ist himmelschreiend, was hier ist. Und wir beten in der Autorität des Namens Jeshua HaMashiach, dass es Veränderung gibt, dass es ein Eingreifen Gottes gibt. Es wird nicht so bleiben, wie es ist. Es kommt eine Veränderung. Wir akzeptieren nicht, dass der Feind rein und raus marschiert und das Volk Gottes schlägt, sondern wir sagen, Veränderung im Namen des Herrn. Wir sprechen aus Heilung, wo Heilung notwendig ist. Befreiung, wo Befreiung notwendig ist. Arbeit, wo Arbeit notwendig ist. Wiederherstellung von Beziehungen, wo das notwendig ist. Finanzen, die hineinkommen, wo das notwendig ist. Arbeitsplätze, was auch immer. Was immer die Not ist. Es kommt zu einem Eingreifen des Herrn. Rabosit Kalabadoya Kassai. Ich will jetzt beten für die Leute, die in Frustration sind, die in Depression reingerutscht sind, die hoffnungslos geworden sind, die sehr große Verluste erlitten haben. Herr, ich bete, dass du dich über sie Labodia Cassia, Colamanuia Cassambo Matai, dass sie wissen, Roba sie sind gegründet Kalamanuia auf dir. Kassai. Und ich sage Kalamanuia im Namen Matoya. Jesus, sie Kalamanuia sollen erfahren, du bist Kassai. Mächtig, du bist heilig, du bist der Anfänger und Vollender Kalamanuia ihres Glaubens. Kassia, du wirst nicht diese Not ins Endlose laufen lassen, sondern du wirst sie stärken, du wirst sie auferbauen, du wirst sie ermutigen Kalamanuia und neu Kassai. Ausrichten auf dich. Und im Namen Jesus, ich komme an gegen jede emotionale, psychische, aus dem inneren Menschen kommende Frustration und Depression. Ich sage, stopp! In dem Namen Jesus. Amen. Schluss. Es kommt zum Ende. Schluss. Yes. Und eine neue Ausrichtung kommt. Amen. Herr, ich bete für eine neue Kraftzufuhr. Ich bete für eine neue Invasion quasi in die Herzen, dass du neu alles neu machst. Du hast gesagt, morgen für morgen stellst du dein Recht ans Licht. Und morgen für morgen wollen wir hören, wie Jünger hören. Und ich sage, Tag für Tag, Kalamanuia. Yes. Ich bete für all die Kinder, wo die Eltern, wo die Mütter, wo die Väter voller Schmerz sind, voller Trauer sind. So viele Leute, wo die Beziehung nicht mehr da ist, wo die Kinder auf Abwegen sind, wo sie irgendwo unterwegs sind in der Welt, wo irgendwas nach ihrem Herz gegriffen hat, wo sie in Sucht hängen, wo sie in irgendwelchem Dreck hängen, wo sie in schlechten Beziehungen hängen. Herr, dein Volk, wenn es zu dir schreit, es wird Veränderung geben. Wir fordern die Kinder, die uns geraubt worden sind, zurück. Was die Welt gestohlen hat, wir fordern es wieder für das Reich Gottes. Jedes Gebet von den Eltern, jede Träne, jeder Schrei, ich fordere in der Autorität des Namens Jesus Christus, dass es Veränderung gibt. Und wir rufen sie zurück. Wir rufen sie vom Norden, wir rufen sie vom Süden, wir rufen sie vom Osten, wir rufen sie zum Westen. Wir sagen, komm zurück. So viele von den Kindern haben irgendwann mal eine Entscheidung für Jesus getroffen und irgendwie sind sie in die Welt abgesoffen. Das wird rückgängig gemacht. Wir fordern sie für das Reich Gottes. Wir fordern sie für das Reich Gottes. Wir akzeptieren nicht, dass die Welt uns die Kinder raubt. Wir akzeptieren nicht, dass sie in die ewige Verdammnis gehen, wenn Eltern da sind, die dafür weinen und beten und dafür einstehen. Wir fordern es in der Autorität des Namens Jesus Christus. Wir sprechen dieses biblische Wort aus. Der Friede deiner Kinder wird groß sein, weil sie gelehrt sind vom Herrn. Sie werden direkt von Gott Kalamanuia Kassia. Und er wird sich ihnen offenbaren. Wir sprechen aus die Kinder, die jetzt irgendwo sind, werden eine übernatürliche Begegnung mit Jesus haben. Yes.
Es werden Lambo Menschen Ihnen von Jesus erzählen, die Sie nicht kennen und die auf irgendwelchen Wegen da sind Lambo und Sie treffen. Herr, ich proklamiere, du bist jetzt unterwegs, du schickst jetzt Engel aus, die Ihnen quasi Menschen über den Weg schieben, die Ihnen vom Evangelium erzählen und Sie werden sagen, ich weiß alles. Und wir rufen diese Kinder, wir rufen diese Beziehungen wieder zurück. Yes. Wir rufen hervor, dass es gute Beziehungen gibt, neue Beziehungen. Es soll aufhören, was da in der Vergangenheit war, sondern es soll neu gebaut werden. Amen. Neu. Das, was an Preschen in diesen Familien geschlagen wurde, es soll neu werden. Yes. Neu aufgebaut. Stein für Stein für Stein für Stein. Der Herr kennt jeden Namen. Ja, ich bete für die jungen Leute, die nicht wissen, wie soll ich das jetzt entscheiden? Bin ich so? Bin ich so? Bin ich anders? Bin ich komisch? Bin ich irgendwas? Ich bete, dass eine Identität kommt, die wirklich stabil ist, die von Gott kommt, die wirklich ausgerichtet ist auf ihn, die die Leute ganz neu ergreift und neu macht, dass sie auf festem Grund stehen und dass sie einen Lebensweg laufen, der Sinn und Ziel hat. Wir beten für alle, die in eine Sinnkrise gekommen sind, schon jetzt. Das prophetische Wort sagt, es wird viele Leute in eine Sinnkrise treiben, was jetzt auf uns zukommt. Fast alle. Und ich bete, dass es Christen gibt, Menschen gibt, die gesettelt sind, die fest gegründet sind im Herrn, dass sie Richtungsweisung geben, dass sie Menschen begleiten, dass sie Menschen wieder hochheben können, dass sie Leute wirklich zum Glauben und zur Liebe Jesu rufen. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Und ich widerstehe jeder Form von Sucht. Da ist so viel Suchtverhalten. Suchtverhalten ist dämonisch. Ja. Wir sprechen aus, wo Suchtverhalten ist mit irgendwelcher Bulimie oder Anorexie. Es kommt zum Ende im Namen des Herrn. Diese dämonischen Kräfte, wir erklären, dass sie gebunden sind, dass sie rausgeworfen sind und dass Freiheit kommt, wo irgendwelche Spielsucht ist, wo irgendwelche Pornosucht ist, wo irgendwelche Sucht ist an Alkohol, wo irgendwelche Sucht ist mit irgendwelchen Drogen, welcher Art auch immer, wo irgendeine Art von Sucht ist. Wir sprechen aus, Feuer des Heiligen Geistes bringt Veränderung und die Leute werden frei. Sie kommen in die Freiheit der Kinder Gottes. Es gibt eine Veränderung. Es braucht nicht so zu bleiben. Wir vertrauen dem Herrn der Herren. Wir vertrauen dem Herrn der Herren. Wir vertrauen dem, der den Menschen geschaffen hat, kann er nicht alles tun. Sucht ist etwas, was wir zutiefst ablehnen, wo wir sagen, das Feuer des Heiligen Geistes drauf. Das Feuer des Heiligen Geistes drauf und die Menschen werden frei. Sie kommen in die Position, die der Herr der Herren für sie hat. Wir beten auch gegen jede Form von Krankheit. Es gibt, das hat ja keinen Namen, was es da alles gibt. Es gibt ja so viele verschiedene Arten von irgendwelchen körperlichen Gebrechen, von den seelischen oder von den psychischen ganz zu schweigen. So viele Arten. Wir erklären einfach in der Autorität des Namens Jesus Christus, dass es zu einer Berührung des Heiligen Geistes jetzt kommt, für jeden, der krank ist. Wenn du krank bist, leg deine Hand mal auf die Stelle, wo du irgendwelche Schmerzen oder Probleme hast. Ja? Leg sie aufs Herz, wenn du kardiologische Probleme hast. Leg sie auf deinen Kopf, wenn du irgendwelche Probleme hast, auf deinen Nacken, wo auch immer. Leg sie mal dahin. Komm mal zusammen. Wir beten jetzt in der Autorität des Namens Jesus Christus, dass es jetzt eine Berührung gibt vom Herrn der Herren, vom König der Könige, Yeshua HaMashiach, den Namen, der über jedem Namen ist. Rufen wir über der Krankheit aus, rufen wir über den Schmerzen aus, rufen wir über dem Gebrechen aus. Wir sprechen aus, Veränderung kommt. Und wir beauftragen wirklich, dass wir sagen, Engel, hey, bringt die Segnung, bringt die Heilung zu diesen Menschen im Namen Jesus Christus. Bringt das, was in den himmlischen Lagerhäusern ist, zu meinen Brüdern, meinen Schwestern, dass Veränderung kommt im Leben. Dass Veränderung kommt im Körper. Wir sprechen aus Heilung, wo auch immer es ist, bei den Knochen, bei der Haut, bei dem Innereien, bei dem Herz, irgendwelche mentalen Sachen, irgendwelche mit der Wirbelsäule oder wo auch immer, wo auch immer, komplette Veränderung. Hier mit Blut vor allem. Ich glaube, heute geht es viel um Herz und Blut und Kreislauf und solche Sachen. Verkalkung und was da alles so ist. Wir sprechen aus hier Herzkranzgefäße, solche Sachen. Wir sprechen aus, Empfang deiner Heilung jetzt im Namen Jesus.
Ja, und du musst es nehmen und im Glauben sagen, ja, 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 ich nehme es, ich glaube es. Du empfängst nicht von uns, du empfängst vom Herrn. Er ist es und es ist ihm nicht zu schwer, dich zu heilen, was auch immer du hast in deinem Leben. Er will dir Segen geben, er will dich frei machen, was auch immer hier an irgendwelchen Krankheiten, Schmerzen, Nöten oder was auch immer Gebrechen aufgezählt ist. Korambo sakabadia kasai. Kalamanuya kasoya. Wir beten gerade für die Leute, wir kennen zwei Frauen, die mit diesen Lipödemen zu schaffen haben. Und wir beten, dass sich da eine Veränderung auftut. Wir beten für alle, die wissen und die nicht wissen, dass eine dämonische Kraft hinter diesen Krankheiten steckt. Dass ein dämonisches Wirken, eine dämonische Beeinflussung der Verursacher von Krankheiten, Schmerzen, Nervenschmerzen, Muskelverspannungen, Muskelschmerzen, jede Art von Lähmungserscheinungen. Und wir sprechen aus, in dem Namen Jesus, diese dämonische Kraft ist abgeschlagen. Ja. Ist vernichtet. Abgetrennt. Jetzt. Und das meine ich sehr, sehr ernst. Ja. Teufel, du ziehst dich zurück. Du wirst nicht mehr diese Menschen antasten. Und du wirst keinen Sieg in ihnen finden. Sie haben nichts mit dir zu tun. Und du hast nichts an ihnen. In dem mächtigen Namen Jesus. Das Blut Jesu steht gegen jede dämonische Kraft. In dem Namen Jesus. Yes. 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 Ich nehme da jetzt auch all diese Gebrechen rein mit diesen weiblichen Ding, nicht schwanger werden können, diese Unfruchtbarkeit, Endometriose. Ding. Ja, und diese Sachen. Ja. Ja, das ist auch etwas, wo so viele Frauen drunter leiden. Ja, oder diese nach der Schwangerschaft, nach der Geburt, diese Probleme. Ja, ja. Diese vielfältigen Probleme, die es da gibt. Auch mit den Hormonen? Ja, bis hin das mit Wassereinlagerung und was es alles gibt. Ja. Ja. Lass uns auch dafür beten. Ja. Ja. Herr, wir proklamieren deinen Sieg über alle Organe, gerade wo wir es jetzt benannt haben, diese weiblichen Organe, Gebärmutter, Eierstöcke, alles, was mit den Hormonen zu tun hat. Herr, wir richten das Blut Jesu dagegen auf und wir sprechen aus. Yes. Ihr seid geheilt, um des Namens Jesus willen. Ihr seid geheilt. Und ich spreche aus, diese junge Frau, die nicht schwanger werden kann, weil Wasser in der Gebärmutter eingelagert ist, in dem Namen Jesus, dieses Wasser weicht. Es wird einfach vom Körper abgebaut. Und es soll passieren, dass eine Schwangerschaft kommt und die ist richtig eingenistet und das Baby wird versorgt und es wird ein gesundes Kind zur Welt kommen. In dem mächtigen Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Ich proklamiere das. Ich glaube das. Ich halte das aufrecht. Und ich stelle das Blut Jesu dagegen. Ja. In dem Namen Jesus. Im Namen Jesus. Yes. Ich bete für jeden Einzelnen, der Schwierigkeiten mit dem Schlaf hat. Ja. Gerade in dieser bedrängenden Phase. Genau. Ich bete für jeden, der unter Furcht oder Angst oder Unruhe oder Sorgen ist. Wo das über ihn kommt. Ja. Weil er sagt, ich kann mich überhaupt nicht dagegen wehren. Das überwältigt mich schier. Ich bete für dich. Wir beten für dich. Und wir sagen, das wird ein Ende haben. Und all diejenigen, die nicht zur Ruhe kommen können, all diejenigen, die unter Anspannung sind, all diejenigen, die nicht zum Schlafen kommen können. Hier, jemand hat uns geschrieben, dass er jede Nacht nur 3 oder 4 oder 5 Stunden schlafen kann. Ja, das hört auf im Namen Jesus Christus. Wir sprechen aus, es kommt zu einer Veränderung. Und diese dämonischen Kräfte, diese teuflischen Kräfte sind zurückgewiesen. Wir sprechen das Blut Jesu darüber. Wir sprechen den Namen Jesu darüber. Wir sprechen die Heilungskraft des Herrn darüber. Und wir erklären, jeder, der darunter leidet, sei bereit, jetzt etwas zu empfangen vom Herrn. Im Namen Yeshua HaMashiach, empfange deine Heilung. Wir wollen vor dich kommen, wir wollen quasi vor deinem Thron diese Blätter ablegen von den Leuten, die in einen Rechtsstreit reingezogen wurden oder in einem Rechtsstreit aufgrund von Erbproblemen reingekommen sind oder die Grundstücke verkaufen wollten oder mussten oder haben.
in diesem ganzen Bereich von Immobilien und all diesen Dingen. Die Häuser verkaufen wollten und ich können. Ja. Auch wir, Erbsachen gibt es ein paar. Genau. Wir sprechen aus, dass du, Herr, dich um diese Rechtssachen kümmerst. Ja. Wir sagen, du öffnest Türen, die niemand schließen kann. Ja. Und du schließt Türen, die niemand öffnen kann. Amen. Und du wirst jeder Waffe, die gegen diese Rechtsgeschichten, dieses Eigentum, dieses, was den Menschen gehört, du wirst diese Waffe, die da geschmiedet wird, nicht zum Einsatz kommen lassen. Sie ist gebrochen und sie fällt zu Boden. Und das Recht wird aufgerichtet. Ich bete, dass da Anwälte sind, Richter sind, die diese Sachen in den Händen haben, dass sie Recht sprechen, dass sie wirklich sich damit auseinandersetzen, dass Geld zurückgefordert werden kann, dass Geld wirklich investiert werden kann in gute Zukunft. Herr, wir proklamieren deinen Sieg. Wir proklamieren, dass du ein Hörer dessen bist, was wir beten. Dass du nicht schwerhörig bist und dein Arm ist nicht zu kurz zu helfen. Yes. Und da gibt es Leute, die haben, weil sie geschieden sind, Probleme, weil da irgendwie dein Geld nicht, dir, was dir zusteht, nicht kommt. Ja. Weil man dich irgendwie da so betrogen hat. Ausbluten lässt. Und das ist eine Sache, das ist erschreckend. Oft kommt das vor bei uns, wo Leute betrogen worden sind. Häufig einfach von Ehepartnern, die sie betrogen haben und dann, wo es zur Trennung kam und wo die dann auf einmal abschmieren in finanzielle Not und sonst was. Und das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Wir sprechen aus, das ist nicht in Ordnung. Yes. Und es kommt dazu, zu einem Eingreifen. Wir rufen aus, dass da Gerechtigkeit reinkommt. Und dass das, was dir zusteht, dass das zu dir kommt. Dass das zu dir findet. Dass du da in dem Bereich Heilung empfängst. Wir sprechen aus, dass da eine Veränderung kommt. Und jeder, der in diesem Rechtsstreiten ist. Und jeder, der in dieser Situation ist, dass er betrogen worden ist. Und jeder, wo da irgendwas ist, was blockiert ist. Im Namen Jesus Christus sagen wir, die Blockade wird weggenommen. Es kommt zu einem Durchbruch. Und wo wir gerade bei dem Punkt sind, so viele, die davor stehen, entlassen zu werden, gekündigt zu werden, in finanzielle Probleme zu kommen, wegen Arbeitsplätzen. Ja. Wir sprechen aus, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dir in deiner Situation zu helfen. Und er kann dich sogar erheben. Er kann dich verbessern, die ganze Situation. Ja. Wir sprechen aus, egal wie bekloppt die Situation aussieht, es kommt zu einem Eingreifen Gottes. Hab keine Angst. Genau. Hab keine Angst. Gib vor allem, achte das, was du aussprichst. Sei vorsichtig, was du redest. Yes. Sei vorsichtig, was du proklamierst. Sprich die Worte Gottes aus über deinem Leben. Sprich das aus, wo du hingehen willst und nicht das, was du fürchtest, über dir. Ja. Proklamiere weise. Korambosia, wir sprechen aus. Arbeitsplätze finden dich. Eine neue Versorgung findet dich. Und auch für Unternehmer. Ja. Ja, für Handwerker. Und auch hier für die Leute mit den Hotels und den Gastronomien. Oh ja. Der Herr segnet euch. Der Herr beschenkt euch. Der Herr versorgt euch. Wir beten irgendwie, dass sich Himmelspforten aufmachen, Türen aufmachen und er übernatürlich euch versorgt. Und dass da wirklich der Segen und die Gnade des Herrn drin ist. Genau, dass ihr diese Durststrecke jetzt wirklich überwinden könnt. Yes, wie auch immer. Das ist wirklich eine Wüstenzeit. Korabossa und bei dem Volk Israel hieß es, dass sie in der Wüste nicht verhungert sind, nicht verdurstet sind. Ihre Knie schwollen nicht an und ihre Schuhe fielen nicht weg, also sind nicht kaputt gegangen. Ja. Und das rufen wir aus, dass du durch diese Wüstenstrecken, die in deinem Leben jetzt sind, dass du da gut durchkommst. Ja. Du wirst dein Land behalten. Der Herr legt seine Hand auf seine Kinder. Auch wenn jetzt Christen und gläubige Kinder Gottes befürchten, dass sie nicht durch diese nächsten Monate durchkommen. Wir sprechen aus. Du bist in dieser Arche geborgen in Gott. Er wird dich weiterbringen. Er ist der Versorger. Er ist der Versorger. Er schließt die Tür hinter dir. Yes. Und du wirst durchkommen. Und du wirst ankommen. In Jesus' Name. Yes. Und all diejenigen, die in Kurzarbeit jetzt schon sind, wir sprechen übernatürliche Versorgung des Herrn aus. Wir sprechen aus, wirf dein Vertrauen nicht weg.
Halte fest am Herrn. All diejenigen, die befürchten, dass die Rente nicht reicht beispielsweise. All diejenigen, die in einfach finanzieller Not sind. Diejenigen, die in Hartz IV sind. Ey, wir sprechen einfach aus. Der Herr wird dich nicht fallen lassen. Ich möchte für diese Leute, die in dieser Art von finanzieller Bedrängnis sind, wirklich jetzt in Zungen beten. Ja. Weil da weiß man nicht, was man beten soll. Wo kommt da die Lösung her? Der Herr weiß es. Mach dich bereit, einfach innerlich das auch zu empfangen. Ist egal, ob du das bekannt ist oder nicht, oder ob du diese Formen kennst oder nicht, es ist egal. Mach dich bereit, jetzt zu empfangen. Ting bang hoa wang ti. Yang to wang hi wang tai. Ting to wang ya wang to. Ting ti wang ho wang tu yang tai. Ting do ya wang hua wang tai. To ya hu wang ti ya wang tai. Ting ya. Hong to wang to ya wang ho. Ting ya wang hi. Der Herr sagt zu dir, ich bin der Herr, dein Versorger. Ich bin der Herr, der dich gemacht hat. Amen. Ich versorge die Vögel unter dem Himmel. Ich versorge die Lilien auf dem Felde. Ich versorge dich, mein Sohn, meine Tochter. Blick auf mich. Blick nicht auf die Umstände. Das war die Auslegung des Zungengebets. Amen, yes. Kalabaduja kasambo matai. Wir wollen jetzt das Abendmahl nehmen. Noch nicht ganz. Warte noch eine Sekunde. Achso, du hast noch etwas? Ich habe noch ein Anliegen. Gut. Das ist aktuell. Okay. Und das sollte uns alle bewegen. Heute hat der Prozess gegen unseren Bruder Olaf Latzel begonnen. Stimmt. Scheinbar ein Schauprozess gegen einen Mann Gottes. Ja. Wie stehen wir als Kinder Gottes dazu? Schauen wir zu? Nein. Wir beten für ihn. Yes. Lass uns da wirklich eins werden. Yes. Korabashiya Korasiya lamanaya kasambo madai. Korashiya kalabaduya kasai. Matoko sampo mashiya kalabaraya. Korambo sakalamadai. Herr, hier ist dieser tapfere Mann Gottes. Hier ist ein Mann, der wirklich sich einfach gegen das System stellt und deinen Mund aufmacht. Ein Mann, der wirklich gerade ist. Gerade ist, der gerade das Wort schneidet, der gerade vorwärts geht. Und wir segnen ihn. Wir sprechen den Schutz Gottes über ihm aus. Und wir erklären, egal was passiert, egal wie die Sache ausgeht, egal was hier läuft, egal, was für abstruse, dämonische, weltliche oder sonstige Kräfte sich hier ausblasen, religiöse. Wir sprechen aus. Du, Herr der Herren und König der Könige, wirst ihn, Olaf Latzel, erheben. Yes. Im Namen Jesus Christus. Yes. Im Namen Jesus Christus. Herr, wir beten, wang ti wang taya. Du den Olaf Latzel jetzt ganz besonders in deinen Schutzraum nimmst, dass du ihm Engel zur Seite stellst, die ihn wirklich umgeben, schützen, die seine Familie schützen, dass du deine Mauer um ihn aufrichtest, eine feurige Mauer, die von dir gebaut ist, Herr, dass ihm nichts schadet und dass die bösen Pläne des Feindes, des Satans, des Zwischenwerfers, des Lügners von Anfang an, der Vater der Lüge, dass du dieses nicht zulässt. Und wir lesen das, was in Sacharja 3 geschrieben ist. Und der Herr sprach zum Satan, der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Yes. Das sprechen wir aus. Und wir sprechen über diesen Schauprozess. Wir sprechen übernatürlichen Shalom aus. Für ihn, seine Familie, die Gemeinde, alles. Genau. Shalom. Yes. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Und noch was. Herr, das hier hast du uns geschenkt. Weil gerechte Männer und Frauen, nicht alle kannten dich, aber viele, zusammengekommen sind
um etwas zu schreiben Amen. Und einen Staat zu bauen, der auf einem guten, guten Grundlage ist. Ja. Und wir danken dir von Herzen für dieses yes. geniale Gesetz. Es ist so grandios gestaltet. Und es ist etwas, was uns über viele Jahrzehnte Segen, yes. Freiheit, Wohlstand, Versorgung, Gnade ja. geschenkt hat, wo viele Länder der Welt uns beneiden drum. Und es gibt Kräfte, die unter welchen Argumenten auch immer und mit welchen juristischen Spitzfindigkeiten auch immer und mit welchen Glaubenssätzen auch immer das hier nach für nach für nach immer mehr aushebeln yes. wollen. Im Namen Jesus Christus, wir widerstehen dem. Wir danken dir, Herr, für dieses geniale Gesetzbuch, das Grundgesetz, was du uns geschenkt hast. Und wir erklären, jeder, der wagt, es auseinandernehmen zu wollen, jeder, der wagt, die Hand an die Grundrechte legen zu wollen, jeder, der wagt, in böser Absicht hier ranzugehen, der Herr strafe dich. Yes. Ich habe hier einen Text gefunden aus Daniel 7, Vers 27. Und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Und wir proklamieren diesen Sieg Jesu über diesen ganzen Abriss mit dem Grundgesetz, mit allem, was da ist. Wir proklamieren Schutz für alle, die sich dafür einsetzen. Wir proklamieren Frieden für alle, die auch auf der Straße sind. Wir proklamieren, dass dein Reich kommt, dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. In Jesus' Name. Yes. Amen. So, wir wollen jetzt das Abendmahl nehmen. Ja. Wir wollen es für uns selbst persönlich nehmen. Bitte besorgst dir jetzt. Und wir wollen es für diese ja. Anliegen nehmen. Wir haben das als ein prophetisches Zeichen empfunden, dass wir das Brot über diesen Anliegen gebrochen haben, um uns daran zu erinnern, dass Jesu Leib gegeben wurde für uns. Und wir haben das Blut darüber gesprengt, damit wir uns daran erinnern, es ist das Blut Jesu, das der Schutz ist. Die Vergebung, die Rettung, die Heilung, alles ist in dem Blut Jesu enthalten. Und wir werden noch eins tun, dass wir eben, wir haben Salböl, ja. Das werden wir nochmal an einem anderen Abend speziell nochmal erwähnen. Aber wir schätzen das, dass wir mit Öl salben. Uns selbst. Du kannst dich selbst mit Öl salben. Wenn du dafür betest, wenn du dich unter diesen Schutz stellst, unter diese Berufung von Gott in deinem Leben, dann kannst du dir selber dieses Öl zukommen lassen. Und wir wollen diese Salbung hier auch für die Gebetsanliegen vornehmen. Einfach jetzt auf diesem Weg, den wir jetzt hier vor uns haben. Yes. So, über diesen Anliegen, alles, was hier im Mosekörbchen ist und darüber hinaus, yes. sprechen wir aus den Namen Yeshua HaMashiach. Yes. Wir sprechen aus den Leib Christi. Wir sprechen aus das Blut Jesu. Yes. Und wir sprechen aus die Salbung des Heiligen Geistes. Amen. Amen. So. In 1. Korinther 11, ab Vers 23 lesen wir: In der Nacht, in der er überliefert wurde, nahm er das Brot. Und als er gedankt hatte, brach er es und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und er nahm dieses Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, gegeben für dich, für dich, für dich und für mich. Amen. Ganz persönlich. Yes. Nimm ihn für die Anliegen, deine Anliegen. Wir brechen das Brot über diesen Anliegen. Amen.
Herr, die meisten Menschen, die hier sind, gehören zu deinem Leib. Ja. Greif ein in deinem Leib. Es ist dein Leib. Greif ein, Herr. Greif ein. Dein Volk, dein Leib. Yes. Jesus. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Herr, wir danken dir für diese unendliche, kostbare Gabe, ja, für dieses Geschenk, für diese Bedeckung, dass der Würgeengel vorbeigehen muss, dass wir nicht unter dem Fluch sind, sondern dass du uns erlöst hast mit deinem kostbaren Blut. Wir danken dir für deine Errettung und dass das Blut für uns spricht, dass das Blut unseren Namen in das Buch des Lebens geschrieben hat. Und wir danken dir für das Blut des Lammes, das wiederkommen wird und das seine Herrschaft antreten wird. Herr, wir danken dir für den neuen Bund in deinem Blut. Wir danken dir. Amen. Amen. Und Herr, wir wollen dieses Blut jetzt auch hier für all diese Opfer, für all diese Gebetsanliegen wirklich darüber aussprengen als ein Zeichen, dass all diese Anliegen, es ist nur ein Zeichen für all diese Anliegen, dass sie wirklich, wirklich, wirklich von dem Blut Jesu bedeckt sind. Und dennoch ist es mehr als nur ein Zeichen. Es hat diese Kraft des Abendmahls. Yes. Es hat diese tiefe, geistliche Kraft. Des neuen Kraft. Bundes. Yes. Es hat die Power des neuen Bundes. Ja. Es hat das, was der Herr für uns getan hat. Amen. Yes. Yes, Amen. Wir spritzen es aus im Namen Jesus Christus. Ups. Halleluja. Und wenn du jetzt noch mit mir zusammen lesen willst, wir lesen zusammen Psalm 103. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der da vergibt alle deine Sünden, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube und der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Er tat seine Wege kund dem Mose und den Söhnen Israel seine Taten. Ja. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer recht, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehungen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Halleluja. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehungen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde. Er weiß, dass wir Staub sind. Der Mensch wie eine Blume, wie Gras sind seine Tage, und wie die Blume des Feldes, so blüht er. Und fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr, und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja. Über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Für die, die seinen Bund halten, die seiner Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat in den Himmeln aufgerichtet
seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Amen. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, yes. Täter seines Wortes. Dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, alle seine Heerscharen, ihr seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Preist den Herrn. Preist den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Preise den Herrn, meine Seele. Amen. Das ist die richtige Reaktion nach einem Gebet. Den Herrn zu preisen. Amen. Auf ihn zu schauen. Yes. Ihn zu loben. Sich auf ihn zu fokussieren. Ja. Wegzuschauen von dem Problem der Sorge, der Not, hin zu ihm, der die Lösung ist. Genau. Lass dir durch das Wort Gottes dienen. Nimm diesen Psalm, wenn du nachts wach wirst. 103. Lies ihn, bete ihn, wandel die Worte um in diese Ich-Form, dass sie noch dir dichter werden. Und nimm das Wort Gottes an sich, lies das, mach es zu deinem Herzensanliegen. Lass es zu deinem Herzen sprechen, denn dann wird es Heilung für dein ganzes Fleisch und es wird dich aufrichten und wirklich dich stark werden lassen in ihm. Das Öl steht für den Heiligen Geist. Öl ist etwas, das für Heilung steht. Öl ist etwas, was zutiefst mit uns als Christen verbunden ist. Ja? Ja. Wir dürfen salben und wir dürfen mit Salbung beten. Amen. Und wir, das Wort, manche Christen haben Schwierigkeiten mit dem Wort gesalbt oder salben. Das ist ein bisschen schwierig. Jesus Christus heißt auf Hebräisch Messias, also Mashiach. Das Wort bedeutet der Gesalbte. Messias ist der Gesalbte. Die Übersetzung Christus heißt der Gesalbte. Wenn du sagst, ich bin Christ, dann heißt das, du sagst, ich bin ein Gesalbter. Mhm. Also gesalbt ist etwas, was für uns als Kinder Gottes, als Christen, absolut ein Begriff ist, der mit uns zu tun hat. Ja. Und die Salbung ist vom Heiligen Geist. Die Salbung das Öl das des Heiligen Geistes. Und wir wollen das jetzt einfach auch noch hier über diesen Anliegen wirklich aussprechen. Wir salben sie in der Autorität des Namens Jesus Christus. Wir sprechen aus, dass vor allen Dingen alle Arten von körperlichen, seelischen und geistlichen Krankheiten durch die Salbung, die das Joch bricht, weggenommen wird. Jedes Joch, jedes Joch, jedes Joch, jedes Joch, über jedem Namen, jedes Anliegen, jedes, alles, alles. Yes. Im Namen Jesus, jedes Joch, das nicht vom Herrn ist, gebrochen sei es. Yes, in Jesu Namen. In der Autorität des Namens Jesus Christus. Yes. Halleluja. Yes, in Jesus' Name. Ja, ich wollte nur noch kurz auf diese Bücher hinweisen, falls du das vorhin nur am Rande mitgekriegt hast. Diese Bücher kannst du bei uns im Shop bestellen. Das ist eine 7-teilige Buchserie. Die 7 Feste der Bibel und ihr Geheimnis. Da gehört auch diese Schautafel dazu. Ich halte. Wir haben das schon, ich weiß nicht, wie viele tausend Male verschickt. Und die Leute sind sehr gesegnet. Es ist die Heilsgeschichte in den biblischen Festen kodiert. Ja. Und wenn du dich damit beschäftigst, wirst du merken, welcher Reichtum im Wort Gottes das steht. Stimmt. Es ist so abgedreht. Es ist so cool. Ja. Und das Ganze gibt es auch hier in einem DVD-Seminar, vierteilig. Und die Bücher sind ein bisschen ausführlicher, aber das ist sehr nah dran. Und vielleicht ist es ein gutes Weihnachtsgeschenk. Vielleicht ist es ein gutes Weihnachtsgeschenk. Wir laden dich ein, einfach schau mal im Shop. Ja. Vielleicht ist es was für dich und sagst, okay, da möchte ich mich mit beschäftigen. Ja. Das wollten wir nur noch kurz sagen. Okay. Gut. Wir sind am Ende angekommen. Wir danken nochmal für diese anfängliche Verzögerung, für eure Geduld. Schaut, wenn ihr jetzt zu müde gewesen seid, schaut es nochmal nach. Wir werden es am Sonntag nochmal reinstellen. Der Livestream bleibt auch da. Der Livestream bleibt und lasst euch einfach dienen von diesem herrlichen Jesuswort. Amen. Lasst euch dienen von seiner Gnade und seiner Zuversicht, der Hoffnung, die er in uns ist. In diesem Sinne? In diesem Sinne, seid reich gesegnet. Yes. Geht im Frieden des Herrn. Genau. Lasst Sorge, Shalom. Angst und all diese Dinge nicht an euer Herz ankommen. Bleibt im Shalom des Herrn. Amen. Wir segnen euch mit dem Shalom des Amen. Herrn. Bis
Ja. Nächsten Freitag. Yes. Seid gesegnet. Ciao. Ciao, ciao. Wir sehen uns, Herr, dann mit euch. Shalom.